Ein neuer Tag, ein neues Franchise. Super Mario 64 ist das erste Mario-Spiel in 3D und hat die Welt bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1996 im Sturm erobert. Begleitet mich auf eine Reise durch 15 verrückte und sehr individuelle Level auf der Suche nach dem Powerstern. Herzlich willkommen zum genredefinierenden Action-Plattformer mit unserem roten Lieblingsklempner. Herzlich willkommen zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte, der bis heute von Jung und Alt genossen wird. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Safe State. It's me, Mario! Hallo! Prolog. Die Regeln dieses Runs sollten ja eigentlich ganz einfach sein, oder? Naja, zumindest auf dem Papier sind sie es. In der Realität wird mich dieser Run noch sehr viel Nerven kosten. Aber dazu mehr, sobald wir dort angekommen sind. Dies sind die Dinge, die ich erreichen muss. Erstens, ich muss das Spiel durchspielen. Soweit so logisch. Zweitens, ich muss alle 120 Sterne, die dieses Spiel zu bieten hat, finden. Und drittens, ich muss den maximalen Münzwert, den man in jedem der 15 Level erhalten kann und der als Bestwert gespeichert wird, erreichen. Gerade der letzte Punkt ist ein Albtraum. Münzen, welche man durch Glitches duplizieren kann, sind natürlich nicht erlaubt. Generell weiß ich, dass dieses Spiel von hunderten Menschen gespeedrunnt wird und voller nützlicher Glitches ist. Keine davon werde ich benutzen. Erstens, weil ich nicht weiß, wie sie gehen, und zweitens, weil das hier eine authentische Review für die Menschen sein soll, die Spiele auf die von den Entwicklern vorgesehene Art spielen. Jedem ist natürlich selbst überlassen, wie er seine Spiele genießt. Und ich bin leider ein filthy casual. Vielen Dank. Des Weiteren muss ich leider erwähnen, dass Nintendo aus irgendeinem Grund besonders die Musik von Mario 64 auf YouTube claimt und ich dementsprechend vermutlich nicht einen Cent an meiner Arbeit mit dieser Review verdienen werde. Wenn ihr also etwas Kleingeld übrig habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auf Ko-fi unterstützt. Kleingeld! Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Aber fühlt euch nicht genötigt dazu. Ich bin sehr dankbar über die vergangenen Monate und werde sicherlich nicht verhungern, weil ein Video demonetized wurde. Und jetzt genug der trockenen Materie, lasst uns loslegen. Das Spiel startet mit einem Brief von Prinzessin Peach, die sich zu uns in ihr Schloss auf einen Kuchen einlädt. Mario lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen und macht sich auf den Weg. Bevor wir den schnauzbärtigen Klempner aber zu sehen bekommen, sehen wir einen anmutigen, aber aufregenden Kameraschwenk, der das Schloss aus den verschiedensten Winkeln zeigt. Schlussendlich fährt sich eine Röhre aus dem Boden und die Kameraansicht wechselt zu der eines Lakito, welches die Cam an seiner für ihn typischen Angel festhält. Mario springt hervor und wir werden mit einer Textbox begrüßt. Als wir die Kontrolle über die Spielfigur erlangen, machen wir uns auf den Weg zum Schloss, werden aber an der Brücke von unserem Kameramann aufgehalten. Dieser erklärt uns, dass er unser Abenteuer filmen wird und wir quasi ihn steuern. Das war damals wie heute schon eine richtig coole Idee, um eine Spielekamera originell und authentisch in die Spielewelt zu integrieren. Wir betreten das Schloss und werden von Bowsers bösem Lachen begrüßt. Offensichtlich hat er in unserer Abwesenheit die Prinzessin entführt und sich die Powersterne unter den Nagel gerissen. Mit diesen hat er den Welten, die in den Gemälden des Schlosses dargestellt werden, Leben eingehaucht. Marios Aufgabe ist es nun, die Gemälde zu betreten, Powersterne zurückzuerobern und die Prinzessin zu befreien. Also Business as usual im Mario-Universum. Wir begeben uns zur einzig nicht versiegelten Tür im Eingangsbereich, betreten den Raum dahinter und springen buchstäblich in unser erstes Abenteuer. Kapitel 1: Bob Omps Bombenberg. Die erste Mission, besiege König Bob Omp, ist wohl einer, wenn nicht die ikonischste Mission der 3D-Mario-Welt. Wir werden in eine grellgrüne Welt geschmissen und erstmal mit einem Tutorial-Text versorgt, welcher uns erklärt, wie wir mit NPCs reden. Ich bahne mir den Weg vorbei an einem riesigen Kettenhund und besteige den im Levelnamen genannten Bombenberg. Der Aufstieg wird uns durch herabrollende Kugeln erschwert, welche wir durch Springen ausweichen. Der kreisrunde Weg ist nicht wirklich schwer und entspricht der Vorstellung eines ersten Mario-Levels. Auf dem Gipfel angekommen, wechseln wir zunächst ein Wörtchen mit dem König der explosiven Bälle. Dieser ist natürlich sehr von sich überzeugt und absolut sicher, dass wir ihn niemals von hinten packen und auf den Boden werfen können. Danke für den Hinweis, Eure Majestät. Wir tun natürlich genau das und weichen dabei den Grabbelhänden des Monarchen aus. Kriegt dieser uns nämlich in die Griffel, schmeißt er uns über das komplette Feld und potenziell vom Berg. Wir sprengen den Dude und sichern uns damit unseren ersten Stern. Mission 2 sieht vor, dass wir uns ein Wettrennen mit diesem Koopa liefern, der offensichtlich als Kind zu oft am Fruchtzwerg geschnüffelt hat.
Der Weg ist derselbe wie schon zur ersten Mission. Wir müssen den Berg erklimmen und das vor der Schildkröte. Diese Mission ist eigentlich unfassbar einfach. Weil ich mich jedoch überschätze und an dieser Schrägen zu früh springe und runterrutsche, beschließe ich, gemein zu betrügen und den geheimen Teleporter zu verwenden, der in der Ausbuchtung des Berges zu finden ist. Hier muss man jedoch aufpassen. Nutzt man die Kanone, dazu gleich mehr, oder wird beim Teleportieren erwischt, gibt es für uns keinen Stern und der Cooper zeigt sich enttäuscht von unserem Verhalten. Mir gelingt durch meine Abkürzung eine Zeit von 1 Minute 13 Sekunden und 2 Zehntel, was uns Stern Nummer 2 einbringt. Stern Nummer 3 ist lächerlich einfach. Wir sollen zu einer schwebenden Insel fliegen. Dies wird uns durch eine Kanone ermöglicht, die wir freischalten, indem wir mit diesem rosa Bob-Omb reden. Begeben wir uns in die Kanone, können wir eine Richtung angeben und uns losballern lassen. Wir haben während des Fluges keinen Einfluss auf die Flugbahn und sind unserem Schicksal ausgeliefert. Das Spiel sah wohl vor, sich vom Bombenberg an einen Baum der schwebenden Insel ballern zu lassen. Es ist jedoch viel einfacher, einfach die Kanone direkt unter der Landmasse zu nehmen und sich kerzengerade in die Luft schießen zu lassen. So landen wir sicher auf der Insel und können den Stern aus einer gelben Ausrufezeichenbox in Empfang nehmen. Kommen wir nun zu einer der nervigsten Missionstypen im ganzen Spiel, zumindest meiner Meinung nach. Unsere Aufgabe ist es, alle 8 versteckten roten Münzen des Levels zu finden. Diese Objektive haben wir in allen 15 Leveln des Spiels inklusive der 3 Bowser-Level vor uns. Nervig finde ich sie, weil sie, egal wie gut man das Spiel und die Position der Coins kennt, gefühlt viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Seltsam, weil ich es normalerweise sehr genieße, ein Level zu erforschen und auf den Kopf zu drehen. Warum mich das gerade hier nervt, kann ich euch leider nicht sagen. Die erste 8-Münzen-Challenge ist natürlich erwartungsgemäß einfach und die roten Taler recht offensichtlich versteckt. Das wird in Zukunft leider nicht so bleiben. Mission 5, durchfliege alle Münzringe, habe ich mir bewusst, aber unnötig schwer gemacht. Gedacht ist dieser Auftrag nämlich für die Flügelkappe, einem Upgrade, welches wir noch nicht freigeschaltet haben. Davon habe ich mich aber nicht beirren lassen. Weil ich mich vom Flow des Sternesammelns nicht abbringen lassen wollte und wir die Kappe ohnehin noch nicht freischalten können, habe ich mich dazu entschlossen, die 5 Münzringe mit der Kanone zu durchfliegen. Dies ist eine sehr langwierige Vorgehensweise, die ich niemandem empfehlen kann. Denn vom Abschusspunkt der Kanone kann man aufgrund der geringen Render-Distanz der Münzen nur den ersten Ring sehen. Alle anderen muss man quasi blind erahnen, sich reinballern lassen und hoffen, dass man den richtigen Winkel erwischt. So muss ich mich immer und immer wieder durch die Lüfte schießen lassen, diesen Teleporter benutzen, welcher tatsächlich in diesem Zusammenhang sehr nützlich gewesen ist, und mein Glück erneut versuchen, bis mir auch der letzte Durchflug glückt. Nach ein paar Minuten ist mir diese unnötig erschwerte Mission aber gelungen. Die 6. und letzte Aufgabe ist sehr einfach. Wir müssen den großen Kettenhund von seiner Kette befreien. Hierzu reicht es einfach, sich zu ihm zu begeben und den Zaunfall mit 3 Stampfattacken in den Boden zu befördern. Gefahr geht von dem Hündchen nur dann aus, wenn man dabei zu langsam ist. Dann klatscht er einen nämlich relativ unsanft um und verursacht viel Schaden. Das ist uns hier aber erspart geblieben. Letztlich fehlt nur noch der 100-Münzen-Stern, ein Stern, den man erhält, wenn man, wie der Name schon sagt, 100 Münzen in einem Level sammelt, und das Maximum an erhaltbaren Münzen. Ihr werdet in der Aufnahme nun einen Unterschied der Anzahl der Sterne feststellen. Anstatt 6 seht ihr 15. Das liegt daran, dass ich zwischendurch die Flügelkappe freigeschaltet habe und dann in dieses Level zurückgekehrt bin. Um aber im Fluss des Videos nicht zu viel hin und her springen zu müssen, habe ich mich dazu entschlossen, den 100-Münzen-Stern und den Max Coin Run einfach mit in dieses Kapitel zu schneiden. Das Maximum in Bob-Oms Bombenburg beträgt 146 Münzen und ist über jede Mission ab der 2. erhältlich. Der Grund, warum dies erst ab Mission 2 möglich ist, ist recht einfach. Der kleine Cooper, der hier spawnt, tut dies nicht in der ersten Mission. Ihn zu besiegen bringt uns eine wichtige blaue Münze ein, die 5 Mario-Geldeinheiten wert ist. Für uns natürlich unverzichtbar. Das restliche Gesammel des Levels ist recht einfach. Wir erhalten Münzen von Gegnern, manche liegen einfach rum, die 8 roten natürlich mit eingeschlossen, und andere erhalten wir durch besondere Aktionen. Eine davon ist, Kreise um Pfähle zu laufen, an die auch schon der Kettenhund festgehalten wurde. Davon existieren 5 Stück in diesem Level. Die Erkennung des Spiels in Bezug auf das Kreiselaufen ist leider nicht so super ausgecheckt, was den Fall beim Kettenhund besonders schwer macht. Ich muss stark darauf aufpassen, genug Zeit zu haben, um von dem Bello nicht umgenietet zu werden. Den Stern für die 100 Münzen sammle ich ganz zum Schluss ein. Besonders cool? Anders als bei den anderen Sternen beendet dieser nicht sofort das Level, sondern lässt mich einfach weiter erforschen. Ich sammle einen beliebigen Stern vom Bob-Omb Bombenberg ein, damit das Spiel meinen Münzrekord speichert, und kümmere mich danach um das erste Bonuslevel von Mario 64. Bonus: Prinzessin Peachs Rutsche. Im oberen rechten Bereich der Eingangshalle schalten wir das Zimmer von Prinzessin Peach frei.
In diesem befinden sich drei Gemälde der Prinzessin, wovon das rechte zu einem Bonuslevel führt, der Rutsche. Hier können wir zwei Sterne erhalten, die recht einfach erklärt sind. Einen erhalten wir, indem wir die Rutsche einfach nutzen, ohne zu sterben. Ganz unten erwartet uns die Belohnung in einem Block. Den zweiten erhalten wir, wenn wir den getimten Kurs in unter 21 Sekunden schaffen. Auch das ist super einfach, wenn man keine 5 Jahre alt ist. Stern Nummer 9 ist unser. Kapitel 2 Wumps Wuchtwall. Wo Bob Oms Bombenberg noch naturbelassener war, ist dieses Level deutlich menschengemachter. Anhand von Mauerwerken bahnen wir uns unseren Weg Richtung Spitze. Die erste Mission lautet: Besiege König Wump. Damit machen wir bereits zum zweiten Mal in kurzer Zeit Jagd auf einen Monarchen. Dieser befindet sich, wie König Bob Omb, am höchsten Punkt des Levels. Wir erklimmen also den Wuchtwall und treffen auf den Boss. Großschneuzig wie jeder Boss dieses Spiels gibt König Wump zum Besten, dass unser Besuch natürlich nicht erwünscht ist. Er scheint zudem über Rückenschmerzen zu klagen. Physiotherapeut Mario hat dagegen natürlich das perfekte Mittel. Volle Lotte mit einer Stampfattacke den bereits angebrochenen Rücken des Königs gerade knöppern. Anders als der vorherige Boss zeigt sich dieser hier sehr dankbar über unsere Therapie und in Anführungsstrichen überreicht uns, eigentlich springt er sich aber gut, den ersten Stern des Levels. Nachdem wir den König besiegt haben, ist ein großer Turm auf dem Plateau erschienen. Diesen müssen wir erklimmen. Gesagt, getan. Wir laufen also denselben Weg wie zuvor auch schon hoch und greifen uns den nächsten Powerstern. Dies ist eine sehr typische Vorgehensweise für 3D Mario Games. Oftmals muss man immer wieder dieselben Wege gehen, auch kurz hintereinander, um nur sehr rudimentär veränderte Aufgaben zu meistern. Das ist aber Jammern auf sehr hohem Niveau, da der Weg zu den Belohnungen immer Spaß macht, egal wie oft man ihn läuft. Außerdem hilft dies natürlich dabei, das Level besser kennenzulernen und übt den Spieler im Umgang mit der Steuerung. Für Stern Nummer 3 müssen wir ins Blaue fliegen. Damit ist abermals ein Ritt in einer Kanone gemeint. Wir schalten die Wumme per Gespräch mit dem rosa Böller frei und lassen uns gegen diese Säule verfahren, um nicht dahinter ins Nirvana zu fliegen und ein Leben zu verlieren. In der Plattform befindet sich eine Stange, welche uns zum darunterliegenden Stern bringt. In der nächsten Mission sammeln wir die 8 roten Münzen. Im Gegensatz zum ersten Level muss man bei der Erforschung jedoch darauf achten, nicht wagemutig durch die Gegend zu springen. Gehen wir über die Reling, kann es schnell passieren, dass wir aus dem Level rausfallen und verlieren. Dann müssen wir alle bisher gesammelten Münzen nochmal sammeln. Dieser Auftrag erfordert von uns eine besonders coole Anwendung unserer Fähigkeiten, die so in dem Spiel leider nie wieder verwendet wird. Um auf die rotierenden Plattformen zu gelangen, müssen wir nämlich dieses überdimensionale Brett mit unserem Tritt umkicken. Ich verstehe nicht, warum die Entwickler dieses coole Feature nie wieder verwendet haben. Münze 8 gehört uns und damit auch der nächste Stern. In Weck die Eule müssen wir, wie ihr euch sicherlich denken könnt, einen schlafenden Flattermann wecken. Der Kollege nappt in diesem Baum. Als ich ihn wecke, bietet er uns an, uns per Rundflug über die Map zu transportieren. Dieses Angebot nehme ich dankend an. Solange ich den B-Knopf gedrückt halte, hält sich Mario an den Klauen der Eule fest. Diese fliegt automatisch immer nach vorne. Ich kann lediglich die Flugrichtung bestimmen. Über diese Mechanik müssen wir uns über ein Gitter mit einem Stern fliegen lassen und im richtigen Moment loslassen. Irgendwie fällt mir die Tiefenerkennung in Mario 64 sehr schwer, weswegen ich 3 Anläufe brauche, bis ich es schaffe. Die letzte reguläre Mission verlangt von uns, dass wir eine Felswand zerstören. Damit ist diese hier gemeint. Ich knalle mit der Kanone rein und lege einen eingemauerten Stern frei. Noch sind die Level klein und die Aufträge kurz. Vergangenheits-Dennis wusste noch nicht, wie gut er es hat. Als nächstes folgt die maximale Münzen-Challenge. Auch hier habe ich mich um alle Münzen des Levels erst gekümmert, als ich die Federkappe schon freigeschaltet habe. Auch wenn es die in diesem Level gar nicht gibt. Lasst euch also bitte nicht vom Sterne-Counter verwirren. In König Wumms Wuchtwall sind es insgesamt 141 und das Sammeln ist hier noch einfacher als im ersten Level. Natürlich muss ich auch hier, wie bei den 8 Münzen, darauf achten, nicht über die Levelbegrenzung zu springen und meinen gesamten Fortschritt zu verlieren. Wer achtsam ist, sollte aber trotzdem keine Probleme haben. Wichtig: Die kleinen Wumms spucken, wenn man sie nicht sofort mit einer Stampfattacke pulverisiert, 5 einzelne Münzen aus, wenn man normal auf ihrem Rücken rumspringt. Zusätzlich zu den 5, die sie bei ihrem Ableben hinterlassen, können wir von ihnen also insgesamt 10 Münzen ergattern. Vorsicht ist auch bei den 2 Korkboxen geboten, die wir hier finden. Zerschellen jene an einer Mauer, können die Münzen im hohen Bogen über den Zaun fliegen und einen 100% Levelabschluss damit unmöglich machen. Ich schnappe mir den 141. Taler und den Stern und verlasse das Level über eine bereits absolvierte Mission. Bonus: Die Federkappe. Wenn man in Mario 64 mindestens 10 Sterne gesammelt hat, erscheint ein Lichtstrahl in der Eingangshalle.
Schaut man in die Quelle des Lichts, bitte zu Hause niemals nachmachen, landet man mit der Federkappe ausgerüstet in einem Bonuslevel. Hier können wir ebenfalls einen Stern einsammeln, indem wir alle 8 roten Münzen, die sich in der Luft befinden, fliegend einsammeln. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit. In der Mitte des Levels befindet sich ein großer Schalter, wie man ihn auch schon in Super Mario World gesehen hat. Wir betätigen ihn, indem wir auf ihn draufspringen. Dadurch verwandeln sich alle zuvor transparent roten Boxen in feste Ausrufezeichen-Boxen. Das heißt, wir können die Federkappe nur noch außerhalb dieses Bonuslevels finden und damit umherfliegen. Tatsächlich benötigt man ein bisschen Fingerspitzengefühl, um sich an der Steuerung in der Luft zu gewöhnen. Man verliert nämlich stetig an Höhe und Geschwindigkeit und muss dies über kurze Sturzflüge wieder wettmachen. Dieses Power-Up ist unter anderem für die maximale Münzzahl im Bob-Oms Bombenburg unabdingbar. Kapitel 3: Piratenbucht-Panik. Dieses Level wirkt durch seine weit einladende Wassersektion sehr groß, ist aber schlussendlich gefüllt mit, naja, Wasser. Aber auch kaum mehr als das. Nichtsdestotrotz war dieses Level eines meiner absoluten Favoriten, als ich noch klein war. Die freie Bewegung auf allen 3 Achsen haben mich als Kind damals komplett weggeflasht. Erstmalig war ich damals auch mit der Tatsache konfrontiert, dass Mario unter Wasser atmen muss. Das Level an sich ist auch super atmosphärisch. Der Nebel, der seicht auf der Wasseroberfläche liegt, gibt dem Kurs einen ganz besonders mysteriösen Flair. Tatsächlich verschwindet dieser Nebel leider, wenn man die erste Mission hinter sich gebracht hat. Vielen Dank an BlueYeti47, der mich über diese Trivia informiert hat. Die erste Mission lautet: Tauche in das Schiffswrack. Am Grund der Piratenbucht finden wir ein gesunkenes Schiff, welches offensichtlich einen großen Aal als Untermieter hat. Wir müssen vor ihm wegschwimmen und dann schnell wieder auftauchen, damit er sein Zuhause verlässt und uns die Möglichkeit gibt, in das Schiff zu tauchen. Im Innern des Schiffs finden wir 4 Kisten vor, die wir in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen, da wir sonst einen Stromschlag abbekommen und Schaden nehmen. Glücklicherweise kenne ich die richtige Reihenfolge auswendig. Nach Öffnen der 4 Kisten senkt sich der Wasserspiegel und das Schiff steigt auf. Dadurch sind wir in der Lage, den Block zu zerstören, in welchem sich unser nunmehr 18. Stern befindet. Mission 2 fordert wieder von uns, uns mit dem Aal namens Kano auseinanderzusetzen. Nachdem wir das Schiff geborgen haben, ist der Kollege nämlich obdachlos und residiert nun in einem Loch der Gebirgswand. Ziel ist es, sich Kano zu nähern und ihn so erneut herauszulocken. Am Ende des Fisches befindet sich der Stern. Hier verlieren wir unser erstes Leben. Denn in Mario 64 teilen sich die Gesundheits- und Luftanzeige einen Platz. Nehmen wir also Schaden, verlieren wir gleichzeitig wichtige Luft zum Atmen. In meinem ersten Versuch, den Stern abzuluxen, berühre ich Kano und er leidet dadurch massiven Schaden, sodass es mir nicht möglich ist, rechtzeitig aufzutauchen. Mario ertrinkt leider ziemlich qualvoll und wir müssen das Level von vorne starten. Im zweiten Anlauf funktioniert aber alles wie geplant. Wir belästigen das Meeresungeheuer erneut, knöpfen ihm den Stern ab und überleben unsere Tauchaktion. Für den 20. Stern müssen wir uns wieder mit Kisten auseinandersetzen. Wir tauchen durch dieses Loch und finden eine Höhle mit 4 weiteren Schatztruhen. Hier habe ich die richtige Reihenfolge einfach geraten und lag beim ersten Versuch richtig. Die 4. Mission ist, wie in den anderen Leveln auch schon, die Suche nach den 8 roten Münzen. Da die Piratenbucht mit Abstand die wenigsten Münzen hat, nämlich 104, habe ich beschlossen, mit dieser Quest auch gleich den Stern für die 100 Münzen und die Maximalanzahl zu holen. Viele der roten Münzen verstecken sich in den Muscheln, die am Grund der Bucht liegen und sich öffnen, sobald wir uns nähern. Im Großen und Ganzen stellt weder die Suche nach den roten noch nach dem restlichen Klimbergeld eine Herausforderung dar. Dies ist für mich die mit großem Abstand einfachste Münzjagd bisher gewesen und ich werde mich noch voller Wehmut an diese Zeiten zurückerinnern. Fliege zu den Steinsäulen soll uns den 5. Stern des Levels einbringen und ist so lächerlich einfach, dass ich nicht weiß, was ich in mein Skript schreiben soll, damit ich das Bildmaterial mit Worten unterlegen kann. Daher spreche ich euch einfach die ersten Sätze des One Piece Openings vor. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Ach so, und für die Mission müssen wir uns an eine Steinsäule ballern lassen und von da aus zum Stern springen. GG. Bonus: Mehr rote Münzen unter Wasser. Im Raum mit dem Piratenbuchtgemälde befindet sich an dieser Stelle eine Ausbuchtung in der Wand. Springen wir hinein, gelangen wir in ein gigantisches Aquarium, aus welchem wir nur lebend rauskommen, wenn wir alle 8 roten Münzen einsammeln.
Luft zum Atmen gibt es hier nicht, weswegen wir uns mit dem Einsammeln der Taler am Leben erhalten müssen. Diese heilen nämlich Schaden oder stellen in diesem Zusammenhang rettenden Sauerstoff zur Verfügung. Und das im Gegenwert zum jeweiligen Wert der Münze. Gelbe heilen 1, rote 2 und blaue 5 Schadenspunkte. Wir tun unseren Job und greifen den Stern in der Mitte des Levels ab. Kapitel 4 Biberberg Bob. Da wir deutlich mehr als die nötigen 3 Sterne zum Freischalten dieses Levels haben, öffnen wir die Tür zum nächsten Gemälde und springen hinein. Biberberg Bob stellt mit der Musik und Optik eine wunderschöne Schneelandschaft dar, die mir immer die krassesten Weihnachtsfeelings gibt. Ich bin mir sicher, dass dieses Level auch für viele von euch ikonische Mario-Missionen birgt. Die erste ist, in bester Wintermanier, eine Rodelbahn, welche wir runterrutschen müssen. Das ist alles. Den Kurs zu überleben reicht schon völlig aus. Obwohl ich das hier schon dutzende Male gemacht habe, falle ich tatsächlich von der Bahn und muss nochmal ran. Beim zweiten Anlauf klappt es aber. Ich nutze einen der bekanntesten Geheimgänge des Mario-Universums, indem ich in diese durchlässige Wand rutsche und hole mir meine Belohnung außerhalb der Rutschbahn ab. Nun müssen wir ein Pinguin-Baby zu seiner Mama bringen. Dieses ist der Mutter nämlich abhanden gekommen. Insgesamt gibt es 2 Watschel-Babys in dieser Stage. Nur ein Kind ist das Richtige. Und zwar das gleich zu Beginn des Levels. Wir packen uns den kleinen Racker und machen uns auf die beschwerliche Reise den Berg hinunter. Nach einer kurzen Rutschpartie mogle ich mich an den Schneemännern auf der Brücke vorbei und vereine die überglückliche Mutter wieder mit ihrem Kind. Diese belohnt uns mit einem Stern. Ich weiß, dass sich nun einige von euch die Frage stellen, ob ich das getan habe, was viele von uns damals ausprobiert haben. Habe ich das Baby der Mutter nach Erhalt des Sterns genommen und es vom Rand der Stage geschmissen? Haltet ihr mich wirklich für ein solch mieses Monster? Diese Frage beantworte ich euch zu einem anderen Zeitpunkt, wenn ich in einem speziellen Video die kleinen Details mit euch bespreche, die dieses Spiel abseits von den Missionen zu bieten hat. In der dritten Mission geht es wieder auf die Rodelbahn. Wir müssen den schnellen Pinguin in einem Rennen besiegen. In meinem Headcanon ist dieser Dude der Vater der Pinguinfamilie. Keine Ahnung warum. Wir nehmen seine Herausforderung an und rutschen, was das Zeug hält. Tatsächlich kann man hier sehr schnell das Zeitliche segnen, weil der Kerl nicht gerade klein ist und einen gerne mal von der Stage pfeffert. Besiegen wir ihn, werden wir mit einem Stern belohnt. Witzigerweise ist dies einer der wenigen, wenn nicht der einzige Stern, welchen wir ohne zu springen einsammeln können. Das Ding schwebt so niedrig, dass wir einfach reinlaufen können. Nun geht es wieder um die roten Münzen, dessen Sammeln ich abermals mit dem Finden aller Münzen in diesem Level verbinde. 154 an der Zahl. Wir beginnen zunächst mit der Rutsche, da diese mit Abstand die meisten Münzen für uns bereithält. Da ich sehr vorsichtig sein muss, um nicht von der Bahn zu fallen, muss ich mich an dieser Stelle über einen Teleporter wieder hochporten, um einzelne Coins, die mir zu risikoreich waren, in einem weiteren Anlauf einzusammeln. Der schlimmste Part ist aber jener hier. Diese beiden Propellerkollegen befinden sich, wie man sehr gut sehen kann, sehr nah am Abgrund. Wenn wir sie kaputt schlagen und eine der 3 Münzen, die sie hinterlassen, runterfällt, muss ich das komplette Level nochmal von vorne machen. Ich locke sie daher etwas von der Kante weg und klatsche sie dann um. Rückblickend war es dumm, die beiden so spät zu machen, da hier schnell ganz viel ganz schief hätte gehen können. Euch empfehle ich, wenn ihr es mir gleich tun und alle 154 Münzen sammeln wollt, zuerst die Propeller-Dudes platt zu machen und sich dann um den Rest von Biberberg zu kümmern. Tricky ist zudem auch die Sektion, in der man sich mit der Kanone von einer Seite zu der anderen ballern muss. Ein Fehlschuss und alles ist vorbei. Wenn ihr also keine Übung darin habt, guckt zunächst, wie der richtige Winkel ist und merkt euch die Ankerpunkte, damit ihr auf keinen Fall ins Gras beißt. Die restlichen Münzen, inklusive der 8 roten, sind gar kein Problem, solange man die für ein Eislevel nötige Sorgfalt mitbringt. Besonders gefällt mir der nächste Auftrag, auch wenn er schnell vorbei ist. Wir müssen einen Schneemann bauen. Am Fuß des Berges befindet sich der Kopf, der beklagt, keinen Körper zu haben. Auf der Spitze des Berges finden wir eine Kugel, welche uns folgt und dabei natürlich an Größe zunimmt. Alles, was wir hier tun müssen, ist immer vor der Kugel zu bleiben, keine Abkürzungen zu nehmen und so dafür zu sorgen, dass der Körper in den Kopf rollt. Das ist wirklich ein sehr stattlicher Schneemann. Und jetzt bin ich wieder traurig, dass in dem Gebiet, in dem ich lebe, nahezu nie Schnee liegt. Mission Nummer 6 setzt als erstes Level in diesem Spiel den Walljump als Mechanik voraus. Vorbei an den Propeller-Hainos finden wir ein Felskomplex vor, an dessen höchster Punkt ein Stern thront. Um so weit nach oben zu kommen, müssen wir mit genug Anlauf gegen die Wand springen und in dem Moment, in dem wir sie berühren, den Analog-Stick in die entgegengesetzte Richtung ziehen und den A-Knopf drücken.
Dadurch stößt Mario sich von der Wand ab und kann so auf andere Plattformen gelangen. Das Ganze erfordert ein bisschen Übung. Wenn man das Timing aber erstmal drin hat, verlernt man es auch nicht mehr. Ist wie Fahrradfahren. Bibberberg Bob gliedert sich damit in die Reihe abgeschlossener Level ein. Zeit für Bowser, oder? Kapitel 5. Big Boos Burg. Tatsächlich nicht. Im Schlossgarten können wir nämlich, wenn wir mindestens 12 Sterne gesammelt haben, eine Gruppe an Boohoos entdecken. In einem der Geister befindet sich ein Miniatur-Geisterhaus, welches wir betreten können, wenn wir den Geist alle machen. Das Level ist Gruselwusel in bester Mario-Manier, dunkel und verwinkelt. Zunächst müssen wir dafür sorgen, dass die Anzahl der Gespenster in dem Anwesen deutlich sinkt. Wir schulen also auf Ghostbusters um und erledigen einen fliegenden Marshmallow nach dem anderen, bis sie ihren großen Bruder rufen. Das will ich doch nicht jetzt unbedingt meinen Bruder anrufen. Im Eingangsbereich des Hauses schwört er Rache für seine Geschwister. Wir kloppen ihm dreimal mit unseren Angriffen 1 auf die 12 und zwacken ihm damit Powerstern Nummer 32 ab. Jupp. Wir haben bereits über 30 Sterne und noch nicht mal den ersten Bowser-Kampf hinter uns. In Part 2 des Geisterhauses geht es gleich weiter mit dem Gespensterklatschen. Im Keller des Hauses finden wir ein ziemlich tödliches Karussell, aus dessen Wandgemälde Boohoos erscheinen. Insgesamt sind es 6 Stück. Da wir bereits mit diesen Gegnern vertraut sind, stellen diese Caspers kein Problem dar. Danach meldet sich erneut ein größeres fliegendes Bettlaken zu Wort, welches wir erneut abladen. Diese Aufgabe stellt halt einfach die schwierigere Version der ersten Mission dar. Nummer 3 von 6 hat hingegen etwas Abwechslung in petto. Wir begeben uns in eine Bücherei und müssen besessenen Büchern ausweichen. Am Ende des Ganges müssen wir in der richtigen Reihenfolge die Schinken zurück ins Regal drücken, um einen geheimen Pfad freizuschalten, an dessen Ende uns ein weiterer Stern erwartet. Na, was denkt ihr, was wir in der vierten Mission tun müssen? Richtig! 8 rote Münzen. Und erneut kann ich diesen Auftrag mit dem Sammeln der 100 respektive maximalen 151 Münzen verbinden, die sich in diesem Level befinden. Im Gegensatz zu Bibberberg Bob müssen wir hier aber auf nichts Besonderes achten, sondern einfach nur sämtliche Geister besiegen und aufpassen, dass wir rechtzeitig die blauen Taler einsammeln, bevor diese despawnen. Stern Nummer 5 ist einfach erklärt und erfordert nur etwas Walljumping. Auf dem Dach des Anwesens, welches wir über einen Sprung mit dieser Wand erreichen, chillt ein großer Buhu, den wir, wie schon so oft zuvor, in die packende Faust rennen lassen. Den Stern selbst zu bekommen, ist die eigentliche Herausforderung. Dieser fliegt nach unserem Sieg nämlich auf das sehr schräge Dach, von dem wir schnell runterrutschen können. Solange ihr aber aufpasst, wo ihr hintretet, sollte das klar gehen. Analog zum letzten Stern der Piratenbucht-Panik muss ich auch hier wieder einen kleinen Timeskip einbauen. In Finde das Auge im Geheimraum benötigen wir nämlich die Tarnkappe, dem dritten und letzten Mützen-Upgrade des Spiels. Mit ihrer Hilfe werden wir unsichtbar und können in Big Boos Burg durch die blauen Geistergemälde springen. Das ist notwendig, um an dieser Stelle ein gigantisches Auge zu finden, welches wir, wie die kleineren Vertreter dieser Gegnerspezies auch, durch Umkreisen besiegen können. Der letzte Stern des Levels gehört damit uns. Notwendig ist der Timeskip im Editing gewesen, weil wir als Spieler den Zugang zu dieser Mütze erst dann erhalten, wenn wir Bowser zum ersten Mal besiegt haben. Ich hoffe, das Hin- und Hergespringe hat euch nicht zu sehr verwirrt. Aber um euch mal ins Hier und Jetzt zurückzuholen, ohne die Timeskips haben wir nun 37 Sterne in der Tasche. Fast ein Drittel liegt also schon hinter uns. Kapitel 6. Bowser, Mützen, Giftgrotten. Nachdem wir bereits ein Viertel der zu findenden Sterne erhalten haben, ist es nun an der Zeit, sich Bowser zu stellen. Wir betreten die große Sternentür in der Eingangshalle und laufen schnurstracks auf das Gemälde der Prinzessin zu, welches sich kurz vor unserer Ankunft in ein Porträt Bowsers verwandelt und uns in eine Fallgrube schmeißt. Selbst über die Fallgrube zu springen, würde nichts bringen, da sich dahinter eine unsichtbare Mauer befindet. Wir landen in der ersten von insgesamt 3 besonderen Bowser-Stages. In der gibt es, neben den 8 roten Münzen, keine zusätzlichen Sterne abzugreifen. Die böse Echse macht sich über unsere Tollpatschigkeit lustig und wir beginnen mit dem Einsammeln der roten Taler. Diese sind für ein solch frühes Level relativ knifflig versteckt. Wenn wir aber darauf achten, wo wir hintreten, ist diese Challenge kein Problem. Besonders cool? Den Stern für die Münzen einzusammeln beendet das Level wie bei den 100 Münzensterne nicht und erspart uns damit einen erneuten Run durch das Level. Die Musik in der Stage ist, by the way, einer meiner liebsten im ganzen Mario-Universum. Hier haben es die Komponisten geschafft, mit der Musik einen weiteren Layer an Bedrohlichkeit hinzuzufügen. Wir springen in die Röhre am Ende des Levels und stellen uns dem König der Koopas.
Selbstsicher wie eh und je begrüßt uns die Schildkröte und verrät uns, wie fast jeder Gegner in diesem Spiel, seinen Schwachpunkt. Wir packen das Reptil an seiner Rute und befördern es mit einem kräftigen Wurf mit dem Gesicht voran in eine am Levelrand positionierte Bombe. Easy peasy. Bowser löst sich in Luft auf und hinterlässt für uns einen Schlüssel, mit dem wir Zugang zum Kellerbereich des Schlosses erlangen. Das erste Level, welches wir hier angehen, hat es schon echt in sich und wird einen Schatten des Terrors auf die kommenden Gemälde werfen. Doch bevor es so düster wird, fangen wir einen niedlichen, goldenen, richtigen Hasen, welcher uns dafür, dass wir ihn gehen lassen, einen Powerstern überreicht. Aber nicht nur dort gibt es gratis Sterne abzugreifen. Im Raum mit dem gerade angeteaserten Level befindet sich ein Toad, welcher einen weiteren Goldstern von Bowsers Clown bewahren konnte. In der grünen Giftgrotte, einem Ort, dessen Namen mein Zuschauer Maschinenmensch dazu veranlasst hat, diesen unnormal guten Witz zu droppen, können wir unter anderem die Metallkappe für Mario freischalten. Da ich das im Vorfeld natürlich wusste, habe ich erstmal alle anderen Missionen links liegen lassen und mich mit Nessie, dem lieben Wesen, welches sich im See des Levels befindet, auf dem Weg zum geheimen Zugang gemacht. Wie bei der Flügelkappe auch schon, gibt es hier einen weiteren geheimen Stern über die 8 roten Münzen zu finden. Dieser Aufgabe können wir uns aber erst widmen, wenn wir den grünen Schalter und damit die neue Kappe freischalten. Setzen wir die silberne Mütze auf, verwandelt sich unser Klempner zu Metall Mario. In diesem Zustand können dem Gegner nichts anhaben und wir gehen im Wasser unter wie ein Stein. Ich sammle die sich im strömenden Fluss befindlichen Münzen ein, snacke den daraufhin folgenden Stern und verlasse das Level. Im Kellergewölbe finden wir hinter dieser Tür einen gefluteten Raum, dessen Wasser wir mit einer Stampfattacke auf den sich dort befindlichen Steinsäulen ablassen können. Dies liegt nicht nur den Raum trocken, sondern auch den Burggraben draußen. Im Boden des Grabens finden wir ein Loch, welches uns in das Geheimlevel zur Freischaltung der Tarnkappe befördert. Diese Bonus-Stage ist etwas fordernder als jene für die Metallkappe und beherbergt natürlich auch 8 rote Münzen. Insbesondere der letzte Abschnitt des Levels ist besonders tricky und kann schnell dazu führen, dass wir runterfallen. Witzigerweise ist es bei den Bonus-Leveln so, dass irgendwo runterzufallen uns kein Leben kostet, sondern uns in der Regel einfach irgendwo im Schloss platziert. Hier landen wir einfach wieder im Wasser des Schlosses und können es ohne großen Aufwand erneut versuchen. Nach 3 Anläufen gelingt mir der perfekte Run. Ich schalte die Tarnkappe frei und sammle den Stern für die 8 roten Münzen ein. Die Tarnkappe selbst macht uns, wie die Metallkappe auch schon, für kurze Zeit unverwundbar und befähigt uns, durch bestimmte Wände zu laufen. Leider findet diese Mütze in Mario 64 kaum Anwendung. Bevor wir nun aber endgültig zum gewohnten Programm übergehen, muss ich noch einen Stern nachholen, welchen wir in Kapitel 3 vergessen haben. Mit der Metallkappe können wir nun nämlich die 6. Mission der Piratenbucht-Panik abschließen. Am Grund des Sees befindet sich ein Stern, welcher durch eine starke Strömung des darunterliegenden Loches nicht erreichbar ist. Hier muss der Spieler das Eisenmützchen aufsetzen und sich zum Grund des Sees sinken lassen. Das Zeitfenster, welches man hier hat, ist sehr knapp bemessen. Wenn man sich nicht beeilt, endet die Wirkung des Items, bevor man den Stern erreicht und man wird weggetrieben. Die erste Mission der Giftgrotte verlangt von uns, dass wir Nessie erneut belästigen. Ich weitspringe mich durch das Level und renne zum Fahrstuhl, der uns zum See und damit auch zum Monster führt. Springen wir auf den Rücken der Kreatur, schwimmt dieses in die Richtung, in die wir blicken. In der Mitte des Sees befindet sich eine kleine Insel mit dem Stern. Wir müssen das Tier nun dorthin manövrieren und es dann mit einer Stampfattacke zum Stillstand bringen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das kann nicht gut für die Wirbelsäule sein. Nessie senkt schmerzerfüllt den Kopf. Diese Möglichkeit nutzen wir, um auf den Wirsing des Dinos zu klettern und damit die erforderliche Höhe zu erlangen, um zur Insel springen zu können. Überraschenderweise ist hier bereits die zweite Mission die, die uns abermals nach dem roten Klimpergeld suchen lässt. Hier kombiniere ich die Aufgabe nicht mit der Suche nach allen Münzen des Levels, diese ist nämlich nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Aber dazu gleich mehr. Glücklicherweise müssen wir dieses wirklich große Level nicht komplett absuchen. Alle 8 notwendigen Münzen befinden sich in einem Raum. Einige davon verstecken sich in Korkboxen, die in der Luft schweben und nur mit dieser steuerbaren Plattform erreicht werden können. Der Rest ist über geklettere und sich automatisch bewegende Plattformen easy erreichbar. Nun müssen wir am Grund des Sees laufen. Dies erfordert die Metallkappe. Mit ihr können wir unter Wasser einen Schalter betätigen, der wiederum einen Raum öffnet. In diesem können wir nach 2 gut getimten Weitsprüngen Stern Nummer 47 einsammeln. Die 4. Aufgabe des Levels schickt uns in ein Giftlabyrinth, dessen Ausgang wir suchen müssen. Über ein Loch im Boden betreten wir den Irrgarten. Auch hier kommt uns das bleiernde Upgrade sehr zugute. Die Unverwundbarkeit beschränkt sich nämlich nicht nur auf Gegner, sondern auch auf das sich dort befindliche Gas. Mission Nummer 5 ist seinem Vorgänger sehr ähnlich. Wieder geht es in das Labyrinth und wieder ist die Kappe unser potenzieller Lebensretter. Wir sollen den Notausgang ausfindig machen. Dieser ist verrückterweise schwerer zu entdecken als der andere. Der Felsvorsprung, den wir erreichen müssen, ist, wenn man einfach durch die Gänge durchläuft, nicht ohne weiteres sichtbar.
Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch, und sicherlich auch ich als Kind, lange an diesem Stern zu knabbern hatten. Die letzte reguläre Mission der Stage ist, wenn man weiß, wo man hin muss, schnell zu meistern. In einem Gang, in welchen einem Steine entgegenrollen, muss man an dieser Stelle einen Wandsprung vollziehen und gelangt damit auf eine Plattform mit dem 6. Stern des Levels. Was jetzt noch fehlt, ist die maximale Anzahl an Münzen. Und die haben es in sich. Insgesamt 139 Stück befinden sich in der grünen Giftgrotte. Es hat mich viele Anläufe gebraucht, bis ich dieses Level endlich abschließen konnte. Ein genauer Plan mit einer durchdachten Herangehensweise ist sehr wichtig. Zunächst besiege ich diese zwei Wasserläufer zu Beginn des Levels, als Metall Mario und auch sonst gar kein Problem. Danach grase ich den Raum mit den 8 roten Münzen ab. Die meisten lassen sich einfach auflesen. Es sind die Coins, die die Gegner droppen, die einem hier schnell Kopfzerbrechen bereiten können. Auf den Säulen des Raumes befinden sich zwei Glubschkugeln, die sich nur dann besiegen lassen, wenn man sie schnell umkreist. Leider hat man hier aber nicht wirklich viel Platz, um lustige Kreise um die Kollegen zu ziehen. Ich muss die Plattform nutzen, um meinen Bewegungsspielraum zu erhöhen und falle bei meinen Versuchen immer und immer wieder runter. Dies bedeutet, dass ich den kompletten Weg zum Start der steuerbaren Plattform laufen muss, um einen neuen Versuch zu starten. Alleine das hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Das zweite Auge ist da schon deutlich leichter. Es befindet sich zwar auch auf einer sehr kleinen Fläche, aber wenigstens auf einer, auf der man das Sehorgan mit etwas Übung vernünftig umkreisen kann. Alleine diesen Encounter hinter mich zu bringen und die notwendigen 10 Münzen zu holen, hat mich viel Zeit und Nerven gekostet. Und die Challenge hat für das Level ja erst begonnen. Weiter oben im Raum befinden sich zwei Fledermäuse. Diese zu besiegen ist sehr einfach. Allerdings sollte man im Auge behalten, wohin die Münze fliegt, die sie hinterlassen. Fällt diese nach ganz unten und man verliert sie aus den Augen, kann es schnell passieren, dass sie despawnt und man alles nochmal von vorne machen muss. Was hier auch sehr tückisch ist, ist, dass man durch die Vertikalität des Raumes schnell Schaden in Form von Fall Damage ansammelt. Also auch hier ist Vorsicht geboten. Als nächstes widme ich mich dem Gaslabyrinth. Die Gegner hier sind mit ein wenig Konzentration kein Problem. Eine Stolperfalle stellt jedoch der blaue Münzenschalter dar. Die Zeit, die man hat, um diese einzusammeln, ist sehr gering, sodass es elementar ist, dass man den Weg in- und auswendig kennt, um den Run nicht zu riskieren. Aber keine Sorge, bereits nach den blauen Münzen erwartet uns eine schlimme Todesfalle. Diese hat dieses Mal aber nichts mit Gegnern zu tun, sondern mit der Klettermechanik des Spiels. Wir müssen uns an der Decke an einem Gitter langhangeln. Marios Bewegung währenddessen ist aber, typisch für N64 Games, sehr clunky und man kann auf dem schmalen Grat, auf dem man hangelt, sehr schnell sein Leben verlieren. Abseits davon gilt es natürlich auch zu beachten, dass, sofern sich Gegner in der Nähe von Abgründen befinden, diese auf gar keinen Fall zu nah am besagten Abgrund besiegt werden dürfen. Ähnlich wie die Propeller-Dudes aus Biberberg Bob machen die Münzen dann nämlich gerne einen Sittich und fallen ins unendliche Nirvana, was wiederum einen Restart des Levels erfordern würde. So habe ich bei der Fledermaus im Felsraum einen Trick erarbeitet, wie man das Getier fast immer safe platt machen kann. Ich triggere die Fledermaus und mache einen Weitsprung auf diese Plattform. Das alles in Form von Metall Mario. Normalerweise fliegt der Nachtschwärmer dann auf seiner Route in Mario hinein und gibt uns genug Fläche, um die Münze einzusammeln. In meinem einen erfolgreichen Run ist sie aber auf die nächste Plattform weitergeflogen. Grundsätzlich kein Problem, aber es war ja klar, dass meine entwickelte Strategie genau für den perfekten Durchgang nicht funktioniert. Hat man all die Gefahrenstellen der grünen Giftgrotte abgearbeitet, kann man sich dann getrost zum unteren Levelabschnitt und damit der Vervollständigung der 139 Münzen begeben. Im See öffnen wir erneut als Metall Mario den Weitsprungraum und killen einen Wasserläufer für 3 Münzen, bevor Nessie uns ein letztes Mal assistiert und den Zugang zur Insel und den letzten 8 Goldtalern verschafft. Schwere Kost. Aber glaubt mir, das nächste Level wird noch schlimmer. Kapitel 7 Lava-Lagune. Nach dem erfolgreichen Abschuss der Grotte erscheint ein weiterer, richtiger Hase im Schlossflur. Erneut fangen wir ihn und erneut werden wir dafür mit einem Stern belohnt. Als nächstes folgt eigentlich mein Lieblingslevel. Da mein Lieblingselement das Feuer ist, liegen mir solche Stages eigentlich. Doch in Bezug auf die maximale Münzzahl hätte ich hier fast meinen Meister gefunden. Doch alles zu seiner Zeit. In Werfe Big Bully in die Lava müssen wir uns einen Weg über den endlosen Lavasee zu einer riesigen schwarzen Kugel bahnen. In das geschmolzene Gestein zu fallen, zieht uns 3 HP ab und lässt uns nahezu unkontrolliert durch die Luft sausen. Es wäre also besser, nicht allzu oft in die blubbernde Tomatensoße zu fallen. Über eine auf der Lava schwimmenden Plattform erreichen wir die schwarze Kugel namens Big Bully und befördern sie in sein heißes Grab. Soweit, so einfach. Mission 2 erfordert die Erfüllung eines ähnlichen Ziels. Die einzigen Unterschiede sind der Ort und die Anzahl der Gegner. Beginnt mit 3 kleinen Bullies, gipfelt die Herausforderung in einem erneuten Kampf gegen einen größeren Vertreter der Spezies. Die Bullies selbst sind in der direkten Konfrontation eigentlich nicht schwer, sondern nur nervig. Entweder man trifft sie mit einem Schlag und schleudert sie ein paar Meter von sich, oder sie treffen Mario, welcher dann wiederum selbst ein paar Meter rückwärts geht.
mit dem richtigen Timing aber absolut machbar. Ein weiterer Grund, warum die Lava Lagune mein Lieblingslevel ist, ist, dass die 8 rote Münzen Mission sehr schnell von der Hand geht. Alle Münzen sind nämlich auf einer Plattform zu finden, welche Bowser darstellt. Die einzelnen Fragmente verschieben sich und zerstückeln das Bild. Hier soll der Spieler nur darauf achten, dass ihm der Boden nicht unter den Füßen weggezogen wird. Dies könnte die schnellste und unkomplizierteste Mission im ganzen Spiel sein. Die Angaben erfolgen aber ohne Gewähr, da ich darüber weder Buch führe noch eine Stoppuhr habe laufen lassen. Für Tanze auf dem Baumstamm haben sich die Entwickler eigentlich eine knifflige Jump-and-Run-Sektion einfallen lassen, an deren Ende man einen Baumstamm durch Bewegung in die richtige Richtung lenken muss. Dieser ganze Part lässt sich aber mit der Flügelkappe, welche wir am Beginn des Levels finden, überspringen. Wir fliegen ganz einfach über den Lavasee und direkt auf den Stern zu. Ich kann für den Auftrag nur jedem empfehlen, es mir gleich zu tun. Die letzten 2 Missionen finden im Vulkan des Levels statt. Bis heute machen mir Stern 5 und 6 hier am meisten Spaß. Erneut mit der Flügelkappe ausgestattet, begebe ich mich in den spuckenden Berg und beginne damit, ihn zu erklimmen. An der Außenwand steigen wir in einem kreisförmigen Pfad den Berg empor und müssen für Mario typische Hindernisse wie Feuerspucker oder Bullies ausweichen. In Stern Nummer 6 müssen wir eine alternative Route im Vulkan meistern, welche uns gute Kletterfähigkeiten abverlangt. Denn nach einer Sektion mit einer sich bewegenden Plattform finden wir mehrere Stangen vor, von wo aus wir im richtigen Winkel und in der richtigen Distanz abspringen müssen. Gelingt dem Spieler das nicht, fällt er die ganze Stage wieder runter und muss das komplette Segment von vorne beginnen. Um nochmals die Tiefenwahrnehmung des Spielers zu testen, befinden sich direkt vor dem Stern 3 sehr, sehr kleine Plattformen mit Münzen. Ein falscher Schritt und ihr müsst den Aufstieg von neuem beginnen, solltet ihr euren Tauchgang in die Lava überleben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie stark mein Herz geschlagen hat, als ich hier alle Münzen einsammeln musste. Kommen wir auch gleich zum schlimmsten Albtraum des gesamten Runs. Wie gesagt, ich war wirklich, wirklich kurz davor, wegen diesem Level aufzugeben. Und ich kann sehr geduldig sein. In der Lava-Lagune finden sich insgesamt 133 Münzen, von denen die ersten 107 nur außerhalb des Vulkans und der Rest logischerweise innerhalb des Vulkans gesammelt werden können. Eines von verdammt vielen Problemen ist hier, dass man nicht frei zwischen den Gebieten hin und her springen kann. Betrete ich einmal den Vulkan, komme ich nicht mehr raus. Die erste Aufgabe besteht also darin, die ersten 107 Münzen in dem Level zu finden. Sie aufzutreiben heißt aber noch lange nicht, dass ich auch an die Münzen rankomme. In Mario 64 ist es nämlich so, dass Münzen, die in die Lava fallen, nicht etwa auf der Oberfläche treiben und wir sie unter Einsatz von ein paar Lebenspunkten noch bergen können, nein. Fällt eine Münze in die Lava, verbrennt sie sofort. Das heißt, wenn ich einen Gegner platt mache, insbesondere die Bullies sind hier ein Albtraum, und das Spiel entscheidet sich zufällig, die dadurch spawnende Münze in die entgegengesetzte Richtung Marios zu schleudern und diese durch schieres Pech sofort verkokelt und uns den Run torpediert, dass wir alles nochmal von vorne machen müssen. Dann ist die einzige Möglichkeit, den Hintern des italienischen Klempners selbst mit mittlerer Flamme im Lavasee zu rösten, um das Level verlassen zu können. Klingt schlimm? Keine Sorge, es wird noch viel schlimmer. Viele der außerhalb platzierten Münzen sind entweder nur über gute Sprungtechniken mit der Federkappe oder mit dem Schildkrötenpanzer erhältlich, der es uns ermöglicht, auf der heißen Masse zu surfen. Der Panzer steuert sich an und für sich recht gut. Schlimm ist hier die Kamera. Diese lässt sich nämlich, für N64 Games charakteristisch, nur schlecht steuern. So befinde ich mich während meiner Versuche regelmäßig im Blindflug, weil ich in die entgegengesetzte Richtung der Kamera will und diese sich auch durch Betätigen der C-Tasten stur weigert, meinem Willen nachzukommen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ich hatte einen wirklich guten Run. Alle Bulli-Münzen sind in meine Richtung geflogen und ich bin nicht durch schlechte Manöver verbrannt. Mit 99 Münzen auf der Uhr fehlten mir nur noch 8, bis ich mich endlich in den Vulkan begeben konnte. Und dann fahre ich Vollzeit-Goblin mit meinem Panzer direkt in den Stern der 8 roten Münzen. Das beendete natürlich das Level und ich durfte erneut von vorne beginnen. Fun. Wenigstens können wir in der Lava-Lagune mehrere One-Up-Pilze finden, sodass ich mir zumindest keine Gedanken um mein Game Over machen musste. Ich wiederhole mich, aber klingt schlimm? Keine Sorge, es wird noch viel schlimmer. Ich beiße die Zähne zusammen. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ich laufe, fliege und surfe über die Lagune. Wieder und wieder und wieder. Irgendwann schaffe ich die legendären 107 Münzen, welche es mir endlich erlauben, den Vulkan zu betreten, die verbliebenen 26 Pinonsen zu sammeln und mit meinem Leben weiterzumachen. Ich springe in den 30 Polygone Vesuv, jeder Schritt sorgfältig ausgeführt, und dann... Nein. Nicht euer Ernst! Alles von vorne? Naja, nützt nix. Augen zu und durch. Ab ins Gemälde, es gibt noch sehr viel zu
Was ist passiert? Es gibt eine besondere Eigenheit, die nur wenige Level in Mario 64 betrifft. Diese ist, dass wenn man in einem Unterlevel eines Levels den Löffel abgibt, in dem Fall der Vulkan, nicht am regulären Startpunkt loslegt, sondern direkt im Unterlevel. Es ist dann auch egal, wie oft ich ins Gras beiße, ich starte immer wieder im Vulkan. Dieses tolle Feature war von den Entwicklern bestimmt dazu gedacht, den Spieler nicht zu frustrieren, um ihm den Weg in das Unterlevel zu ersparen. Leider hat das hier genau den gegenteiligen Effekt. Aber wie entkomme ich diesem Kreis der Hölle? Was muss ich tun, damit ich wieder draußen starte? Genau, ich muss das Level über das Startmenü verlassen. Und wohin befördert uns das? Richtig, in die Eingangshalle des Schlosses. Ich habe dann also nicht nur Stunden meines Lebens daran verloren, 107 Münzen in einem Lavasee zu sammeln, sondern muss beim Ableben im Vulkan sogar noch einen Walk of Shame zurück zum Gemälde vollziehen. Und das jedes Mal, wenn ich im Vulkan abtrete. Ich bin ganz ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Stunden, die ich in dieses Level gesteckt habe und die Verzweiflung, die ich empfand, wenn ich erneut im Vulkan versagt habe, haben mich zum ersten und einzigen Mal darüber nachdenken lassen, diesen Most Perfect Safe State Run nicht zu machen und mein Leben nützlicheren Dingen wie der Heilung von Krebs zu widmen. Ist es das alles wert? Ich werde an dieser Videoreihe keine 100 Euro verdienen. In ein paar Wochen wird diese Challenge keine Sau mehr jucken, weil der YouTube-Algorithmus nicht mehr kickt. Warum tue ich mir das an? Weil ich verdammt nochmal Spiele über das üblich angesehene Maß von 100% durchspiele. Ich will nicht nur alle Challenges schaffen, ich will alles sehen, was ein Spiel zu bieten hat. Pokémon Puzzle League hat mich nicht geschlagen, Porygon aus Pokémon Gelb hat mich nicht geschlagen, die Geheimgabe in Pokémon Kristall hat mich nicht geschlagen. Himmel, wir haben Kristall so krank durchgesuchtet, dass es selbst kurzzeitig kaputt geglitscht ist. Es ist Zeit, dass ich trainiere. Sollen andere Leute den Krebs heilen, ich muss Mario spielen. Ich muss Strategien entwickeln, um alles, was im Vulkan stattfindet, so wenig vom Glück abhängig zu machen, wie es nur geht. Also spiele ich die Vulkansektion wieder und wieder und wieder und wieder. Besondere Sorge bereitet mir dieser Bully hier. Es ist nahezu unmöglich, ihn stumpf von der Plattform zu boxen und seine Münze zu bekommen. Er fällt nämlich sehr tief in ein Lavabecken. Wir sind dann quasi gezwungen, blind hinterher zu springen und darauf zu vertrauen, dass wir die Münze in den 2 Sekunden, in denen sie existiert, fangen. Ohne Consistency ist es nahezu unmöglich. Erst recht, wenn man zuvor für jeden legitimen Versuch über 100 Münzen sammeln muss. Doch dann gelingt mir die Entwicklung der perfekten Strategie. Wenn man den Bully bis hierhin boxt und er dadurch auf eine tiefere Ebene fällt, können wir mit an 90% grenzender Wahrscheinlichkeit die Flugbahn der Kugel bestimmen und springen dementsprechend nicht blind hinterher. Noch besser, direkt unter dieser Position befindet sich die Startplattform des Vulkanlevels. Das bedeutet, dass die Münze sogar darauf landen und dementsprechend nicht verbrennen kann. Ich trainiere also wie ein Ochse, schaffe es oft ganz knapp und bin dann mit 131 Münzen kurz davor, das schlimmste Level der Welt endlich abzuschließen. Doch dann... Nein, alles gut. Ich bin zwar runtergefallen, konnte mich dann aber wieder hochkämpfen, die 133. Münze schnappen und das Level abschließen. Endlich. Nach Stunden der Arbeit präsentiere ich euch eine zu 100% abgeschlossene Lavalagune. Es wird endlich Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen. Kapitel 8. Wobbiwabba-Wüste. Nach dem frustrierenden Erlebnis der feurigen Lagune widmen wir uns nun einem ähnlich heißen Level. Die Wobbiwabba-Wüste ist, wie der Name schon sagt, ein ziemlich trockener und sandiger Ort, in welchem wir schnell im Treibsand und auch auf vielerlei anderer Hinsicht unser Leben lassen können. In der ersten Mission müssen wir auf den Stern eines Geiers geiern. Dieser fliegt in einem Kreis über 4 aus dem Boden ragenden Säulen, welche seltsamerweise von Mario einfach zu Fuß erklommen werden können. Wirft diese physikalische Abnormität etwa den Schatten Mario Galaxies voraus? Vermutlich nicht. Zu Beginn des Levels finden wir ein steinernes Gebilde vor, auf dessen Dach eine Flügelkappe auf uns wartet. Ich nutze diese, um mir den Weg zum Vogel zu vereinfachen. Tatsächlich benötige ich aber ein paar Anlaufe, um das Dach zu erreichen, weswegen der reguläre Weg vermutlich schneller gewesen wäre. Ich springe dem Federvieh an die Füße, erlange damit Zugang zu seinem Schatz und sammle den 60. von 120 Sternen ein. Halbzeit! Bringe Licht in die Pyramide wirkt für den ungeschulten Mario 64 Spieler zunächst sehr kryptisch. So sehr, dass selbst ich immer und immer wieder verwechsle, was das Spiel hier nochmal von mir wollte.
Dadurch schließe ich den dritten Stern tatsächlich versehentlich vor unserer eigentlichen Mission ab. Ich bitte daher, einen verschobenen Sterne-Counter zu entschuldigen. Was das Spiel hier eigentlich von uns will, ist, dass wir die Pyramide von außen erklimmen und in einer kleinen Ausbuchtung an der Spitze unsere Belohnung in Empfang nehmen. Dies umgehe ich aber frech mit der Flügelkappe. Bereits im letzten Kapitel wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch schade sei, wenn ich den vom Entwickler erdachten Weg einfach skippe und so die Besonderheiten der Mission völlig außer Acht lasse. Und ich muss sagen, dass ich euch dazu 80% zustimme. Die fehlenden 20% rühren daher, dass ja die Flügelkappe dort bewusst platziert wurde und sie daher ebenfalls entwicklererdacht ist. Diejenigen, die die Flügelkappe schon freigeschaltet haben und auch an die Box rankommen, haben es halt einfacher. Doch ich verstehe den Punkt zu 100% und gerade weil dieses Format ja jeden Stein auf links drehen und euch meine Lieblingsspiele aus allen erdenklichen Winkeln zeigen soll, werde ich in zukünftigen Most Perfect Save States einfach zunächst den in Anführungsstrichen üblichen Weg präsentieren und euch dann, sofern vorhanden, eine leichtere alternative Route zeigen. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Da dieses Gameplay-Footage aber bereits vor Monaten aufgenommen wurde, müsst ihr zumindest hier noch leider darauf verzichten müssen. Ich danke euch dennoch für euer Feedback. Kommen wir aber nun zu der vorgezogenen Mission. In dieser betreten wir die Pyramide über dieses Loch. Dadurch gelangen wir, wie in der Lava-Lagune, in ein Unterlevel der Welt. Und auch wie im Lavaland gefällt mir das Layout hier besonders gut. Von allen 15 Mario-Gemälden fühlt sich diese Sektion für mich bis heute irgendwie immer am Mario-artigsten an. Über verschiedene Hindernisse erklimmen wir das Innere des Weltwunders. Wir klettern Stangen hoch, hangeln uns an Gittern entlang und weichen natürlich auch durch Sprüngen verschiedenen Gegnern aus, unter denen sich auch Mumienwurms befinden. Bandagierte Steinklötze, die uns platt machen wollen. Unter dem Dach des Levels finden wir dann den Stern. Lande auf allen vier Säulen erfordert tatsächlich ausnahmsweise mal die Flügelkappe und ist so einfach erklärt, wie der Levelname vorgelesen ist. Ich schnappe mir den Federhut und fliege zunächst die Säulen ab, welche ich aufgrund von Treibsand nicht erreichen kann. Beim Monolith Nummer 4 angekommen, trennt sich die Spitze der Pyramide plötzlich und explodiert in einem lauten Knall. Darunter befindet sich ein Loch, in welches wir natürlich reinspringen. Mario findet sich auf einem Fahrstuhl wieder, welcher ihn bis ganz nach unten führt und Zugang zu einer geheimen Schatzkammer ermöglicht. Diese wird jedoch von zwei steinernen Händen bewacht, welche natürlich nicht sehr erfreut über unsere Ruhestörung sind. Und im ersten Anlauf überlebe ich den Encounter tatsächlich nicht. Einer der Hände schafft es, mich von der Stage zu schieben. Glücklicherweise müssen wir bei einem erneuten Betreten der Stage nicht nochmal alle Säulen abfliegen, sondern starten gleich auf dem Fahrstuhl. Obwohl ich mich sehr über dieses Entgegenkommen der Entwickler freue, ereilt mich schlimmes Lava-Lagoon-PTSD. Was ist, wenn die maximale Münzen-Challenge hier eine ähnliche Katastrophe birgt? Der nächste Versuch gegen den Boss ist erfolgreich. Innerhalb der Handballen befinden sich Augen, welche sehr empfindlich auf Marios Attacken reagieren. Ich klatsche die Klatscher weg und erhalte dafür den Powerstern. Es ist rote Münzenzeit. Auch dieses Mal werde ich das Sammeln der Roten nicht mit der maximalen Anzahl der Taler kombinieren. Es würde auch überhaupt nicht funktionieren, da der Stern für diese Mission außerhalb der Pyramide spawnt, ich aber in das Gebilde muss, um die dort vorhandenen Münzen zu sammeln. Im Gegensatz zu der Lagune und der grünen Giftgrotte sind die 8 gesuchten Objekte in diesem Level wieder sehr klassisch über die Stage verteilt, was die Suche tatsächlich sehr spaßig macht. Als ich in die Oase springe, um Münze Nummer 4 zu bergen, klaut mir der Kleptogeier meine Mütze. Da dies optisch etwas frischen Wind in die Bude bringt, beschließe ich, sie mir nicht zurückzuholen. Abgesehen von einer lustigen Animation am Ende einer Aufgabe, nehmen wir nun für jeden eingesteckten Treffer einen Punkt mehr Schaden. Die Flügelkappe kann ich aber weiter nutzen, was gut ist, weil ich diese für die anderen 4 Coins brauche. Die schweben nämlich zwischen den 4 Säulen. Wir pflücken sie uns aus der Luft und nehmen Stern Nummer 64 in Mario 64 auf dem Steinplateau in Empfang. Die letzte Aufgabe führt uns nochmals in die Pyramide. Löse das Pyramidenpuzzle, heißt die Direktive. Hier von einem Puzzle zu sprechen, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Des Rätsels Lösung ist nämlich simpel und ergreifend, die 5 richtigen Münzen einzusammeln, welche auf einer Plattforming-Sektion auf uns warten. Ich finde den Wüstensandfluss, in dem wir ganz zum Ende aber in Richtung Stern getrieben werden, durchaus kreativ und witzig. Was uns nur noch fehlt, wisst ihr sicherlich. Genau. Alle Taler finden und den Stern für die 100 Münzen einsacken. Im kompletten Gemälde sind insgesamt 136 davon versteckt, 74 außerhalb und der Rest innerhalb der Pyramide. Es ist also auch für einen Casual-Spieler unbedingt notwendig, mindestens 48 Coins außerhalb der Pyramide einzusammeln, wenn ihr an den Bonusstern kommen wollt. Uns tangiert das in diesem Run natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, ob diese Challenge ähnlich unangenehm war wie die Lagune. Nein, nicht wirklich. Es gibt zwar hier und da wirklich schlimme Fallen, auf die man aufpassen muss, aber wenn man diese erstmal raus hat, ist der Rest kein Problem. Das erste Hindernis stellte die kleine Korkbox dar. Denn es kann sehr schnell passieren, dass die Münzen in alle Richtungen fliegen und auf dem Instadev-Treibsand an der Levelbegrenzung landen.
Außerdem können sie durch die Decke hier klippen und sind dann für den Spieler nahezu unerreichbar, bevor sie dort oben despawnen. Außerdem muss sich die Box zwingend an etwas zerspringen lassen. Hierfür kommt eigentlich nur eine der vier tragenden Säulen in Frage. Durch die großen Korkboxen ballert das Ding einfach durch. Ich versuche mich daher in einem Trick. Ich stelle mich mit der Kiste direkt vor die Säule und hoffe, dass dadurch die Münzen direkt in Mario reinfliegen. Das hat zwar nicht so recht geklappt, aber das RNG meinte es gut mit mir. Die Geschwindigkeit und Flugrichtung waren human genug und ich konnte alle drei einsammeln. Jeweils 5 Taler erhalten wir zudem von den Pokies, welche hier ihr Debüt feiern. Tritt man ihnen den Kopf von den Schultern, lassen sie die 5er fallen. Am Anfang der Stage befindet sich noch eine dieser komplett durchgeknallten Kisten, welche Mario in luftige Höhen befördert, wenn man sie aufhebt. Dabei ist zwar die Flugrichtung nach links und rechts kaum beeinflussbar, schon aber wie weit wir nach vorne fliegen. Wenn ihr euch also einfach an euren Analog-Stick hängt, als würde euer Leben davon abhängen, bewegt ihr euch kaum nach vorne und könnt die Münzen, die aus ihr rausploppen, problemlos der Sammlung hinzufügen. Wirklich schlimm wird es bei der Pyramide. Sie zu erklimmen ist so schon schwer genug. Ein falscher Schritt und man rutscht unkontrollierbar in den Treibsand. Darum ist es besonders unangenehm, dass dort tatsächlich auch Münzen zu finden sind. Die dort aufgereihten sind mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ja noch ganz human. Es ist der Fly Guy, welcher mir hier massiv Kopfzerbrechen bereitet. Auf ihn drauf zu springen ist normalerweise keine Alternative, da man dann selbst propellerartig in die Luft katapultiert wird und nicht genug Zeit hat, um die spawnenden Münzen schnell genug einzusammeln. Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken zu genau diesem Gegner in der Wobbywabba-Wüste gemacht, da mir mehr oder weniger bewusst war, dass das seltsame Verhalten im Kampf gegen sie und der Treibsand schnell mein Ende hätte bedeuten können. Immerhin müssen wir den Kollegen nicht nur ein, sondern gleich zweimal an ziemlich heiklen Stellen ausschalten. Ich habe es daher absolut geisteskranken Glück zu verdanken, dass der Fehltritt, den ich mir hier erlaubt habe, nicht das jähe Ende unserer Unternehmung eingeläutet hat. Geplant war es, den Typen in der Luft zu boxen. Den zweiten Fly Guy konnte ich über diese Säule locken und ihn über einer sicheren Stelle besiegen. Die verbliebenen 10 Münzen sammle ich per Federkappe ein und betrete dann für das Grand Finale die Pyramide. Die Vorgehensweise ist hier, Gott sei Dank, sehr simpel. Hier gibt es kaum eine Stelle, welche besondere Vorsicht erfordert. Hier und da muss ich aufpassen, dass durch besiegte Gegner spawnende Münzen nicht im Zentrum der Stage buchstäblich im Sande verlaufen. Das ist aber kein Problem, wenn man vorher die Lava-Lagune machen musste. Einen halben Schreckmoment gab es dann aber doch. Als ich den 100. Taler an diesem Gitter hängend einsammle, befürchte ich schon, dass ich den Bonusstern aufgrund seiner Position über dem Gitter nicht erreichen kann. Mit einem Backflip kommen wir aber ohne Schwierigkeiten dran. Über den bereits erwähnten coolen Sandfluss erhalte ich Coin Nummer 136 von 136 und schließe komfortablerweise gleich darauf die Wobbywabba-Wüste über einen Missionsstern ab. Kapitel 9: Wilde Wasserwerft. Gleich zu Beginn dieses Kapitels eines vorweg. Ein Teil der Sterne in diesem Gemälde kann man erst erhalten, wenn man das zweite Bowser-Level geschafft hat. Für die Kontinuität und zur Vorbeugung von Verwirrung werde ich aber hier gleich alle Sterne behandeln und mich review-technisch danach der Bowser-Stage widmen. Um Zugang zu den beiden Abschnitten zu erhalten, müssen wir eine Tür öffnen, die 30 Sterne benötigt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich bereits 66, also ist das mal gar kein Problem. Die Wilde Wasserwerft ist ein weiteres Unterwasserlevel, welches aus zwei großen Arealen besteht. Die erste ist sehr naturbelassen. Ein Hai schwimmt seine Runden und am Grund wütet ein starker Strudel. Areal 2 hingegen ist das totale Gegenteil. Hier finden wir nämlich eine Werft vor, in welcher ein U-Boot Bowsers ruht. Verrückt, dass der König der Koopas über ein solch mächtiges militärisches Gefährt verfügt. Naja, verrückt und auch ein bisschen dumm, denn warum sollte man Prinzessin Peaches Schloss mit einem U-Boot angreifen? Vielleicht hat die Schildkröte für die Zukunft aber auch andere Pläne. Wer weiß. So müssen wir als erste Objektive besagtes U-Boot entern. Wir starten im ersten Areal, schwimmen durch den kleinen Verbindungstunnel in die Werft und aktivieren einen Schalter, welcher uns Zugang zum Deck der Militärmaschinerie gewährt. Die Mission ist super kurz und einfach, ich bin aber schon immer ein großer Freund vom Bowser-Bild gewesen, welches die Blechdose ziert. In der zweiten Aufgabe kriegen wir es mit dem Strudel zu tun. Am Grund des Sees befinden sich Kisten, welche wir in der richtigen Reihenfolge öffnen müssen, wie auch schon im Schiff der Piratenbucht Panik. Dabei werden wir jedoch die ganze Zeit von der Strömung des Strudels angezogen. Sollten wir uns dagegen nicht wehren können, reißt uns dieser in die Tiefe und kostet uns ein Leben. Ich passe also auf und schwimme wie ein Weltmeister, damit Mario nicht ertrinkt. Neben der anziehenden Kraft des Loches ist auch die richtige Reihenfolge für die Kisten herauszufinden eine Challenge. Öffnet man nämlich eine falsche Truhe, wird der Klempner mies geschockt, was uns Gesundheit und damit auch Atemluft kostet. Grundsätzlich könnt ihr euch einfach merken, dass sobald ihr die erste Kiste gefunden habt, einfach gegen den Uhrzeigersinn im Kreis um den Strudel die restlichen Truhen öffnen müsst.
Seid bei der letzten besonders vorsichtig. Sie befindet sich nämlich im Zentrum, sodass die Anziehungskraft besonders hoch ist. Dieses Mal ist es Mission 3, welche sich den roten Münzen widmet. Dies ist ein Stern, den man nur dann erhalten kann, wenn Bowsers U-Boot weg ist. Und das ist wiederum erst der Fall, wenn man die Schildkröte platt gemacht hat. Dann erscheinen nämlich Stangen, die es euch überhaupt erst ermöglichen, alle roten Münzen zu erreichen. Positiv ist, dass ich hier endlich mal wieder die Max Coin Challenge mit der Mission verbinden kann. Der Grund ist recht einfach. Mit 106 Münzen haben wir nicht nur nicht besonders viel einzusammeln, nein. Die Münzen, die wir finden müssen, sind auch super easy zu finden. Maximale Vorsicht ist lediglich bei diesem Münzturm direkt unter der Ausfahrt für das U-Boot geboten. Dieser Strömung zu entkommen ist nämlich sehr, sehr schwer. Das Ding saugt stärker als ein Dyson-Staubsauger. Hashtag not sponsored, Hashtag keine Werbung. Super nervig, da, wenn euch das Loch erwischt, ihr kein Leben verliert, sondern außerhalb des Schlosses startet und den ganzen Weg zurücklaufen müsst. Wir grabben den 100er Stern sowie die Belohnung für die 8 Blutplättchen und schlagen somit super bequem 2 Fliegen mit einer Klappe. Das hat nach der Giftgrotte, der Lava-Lagune und der Wüste wirklich gut getan. Schwimme durch die Ringe ist ähnlich trivial wie die eine Mission, in der ich euch zur Zeitüberbrückung einfach Gold Rogers letzte Worte rezitiert habe. Man begibt sich ins zweite Areal und schwimmt durch spawnende Ringe, bis ein Stern erscheint und holt sich dann die Metallkappe, um ihn einzusammeln. Heute verschone ich euch mit Anime-Zitaten, wobei... Wie wär's mit Knick-Knack-Ärmchen ab oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer? Als nächstes ist der Mantarochen am Beginn des Gemäldes dran. Wir müssen durch Ringe schwimmen, die er hinterlässt. Lästig ist hier nicht der Missionstyp, sondern die Erkennung des Spiels. Es reicht nämlich nicht, durch eine bestimmte Anzahl an Ringen zu schwimmen. Wir müssen 5-mal hintereinander, ohne einen zu verpassen, durch diese Dinger paddeln. Dieses Mal können wir, ausnahmsweise, tatsächlich dem Spiel die Schuld geben. Ich habe mehrere Videobeweise, die belegen, dass ich genau durch diese dämlichen Kreise geschwommen bin, aber Mario 64 sich dazu entschieden hat, mich einfach zu trollen. Ich hab B gedrückt! Zusätzlich erscheint der Stern genau über dem Strudel, was einem zum Schluss nochmal etwas den Angstschweiß auf die Stirn treiben kann. Die letzte Aufgabe halte ich für eine der kreativsten im ganzen Spiel, auch wenn sie recht schnell vorbei ist. Um an den letzten Stern der Wasserwerft zu kommen, müssen wir 2 Power-Ups des Spiels kombinieren. Die Metallmütze und die Tarnkappe. Erste sorgt dafür, dass wir schnell genug zum Boden sinken können. Durch die Tarnkappe können wir dann durch die Käfiggittertür laufen, hinter welchem sich der Stern befindet. Coole Kombi. Schade, dass sie so im restlichen Game keine Anwendung findet. Bonus! Rematch mit Bowser. Kommen wir nun zum zweiten Encounter mit dem grimmigen Schuppentier. Wie auch schon im ersten Bowser-Level müssen wir zunächst ein lineares Gebiet meistern. Das Layout ist dieses Mal deutlich bedrohlicher und sorgt mit dem großen Lavasee für ein cooles Boss-Ambiente. An diesen Stages zeigt sich, wie gut Mario 64's Platforming funktioniert. Analog zu den Unterleveln der Lava-Lagune und der Wubiwaba-Wüste glänzt das Spiel hier durch das Weltdesign am hellsten. Wir hangeln, springen und rennen vorbei an zahlreichen Fallen und Gegnern und sammeln dabei die 8 roten Münzen für den Bonusstern ein, für welchen wir sogar Walljumpen müssen. Einzig der Bosskampf lässt für damalige Verhältnisse zu wünschen übrig. Es ist zwar mittlerweile Standard für alle Mario-Spiele, doch das macht es nicht besser. Denn bis heute sind sämtliche Bowser-Rematches einfach nur leicht schwerere Versionen des ersten Kampfes. Entweder der König der Schildkröten, nicht zu verwechseln mit dem Herr der Schildkröten, hat einen Move mehr oder die Plattform, auf der der Kampf stattfindet, hat kleine Veränderungen erhalten. Und ich verstehe dabei leider nicht, warum Nintendo da nicht etwas mehr Mut zur Kreativität gezeigt hat. Mit den zahlreichen Bossen des Spiels hat Mario 64 ja bereits bewiesen, dass abwechslungsreiche Kämpfe möglich sind. Dennoch suche ich ja gerade das Haar in der Suppe. Da wo das Spiel am besten sein soll, nämlich innerhalb der regulären Level, kann man eigentlich nicht meckern. Wir katapultieren das Reptil erneut in einer der Bomben und erhalten damit den 3. von 3 Schlüsseln. Dieser schaltet den letzten Abschnitt des Spiels frei, nämlich das Obergeschoss. Halte durch, Prinzessin Peach, wir sind bald bei dir. Kapitel 10 Frostbeulenfrust. Endlich mal wieder ein Schneelevel mit der dazugehörigen winterlichen Hintergrundmusik. Als Kind lag mir dieses Level nicht so besonders. Ich kann euch aber nicht mal mehr sagen, ob dies am Schwierigkeitsgrad oder am Design der Welt lag. Heutzutage gefällt mir dieses Gemälde deutlich besser. Es kommt zwar nicht an den Kultstatus von Biberberg Bob ran, versprüht aber einen gewissen Charme, der mir heute als Erwachsener deutlich mehr zusagt. In der Mitte der Stage thront ein meterhoher Schneemann und wacht über sein Reich. Wir erklimmen den Eiskoloss und finden uns direkt vor seinem Gesicht vor. Auch in Frostbeulenfrost bekommen wir es mit einem Pinguin zu tun. Diesmal müssen wir aber weder gegen ihn antreten, noch sein Baby finden. Der Watschel Friedrich gibt uns Deckung von den Windböen, die der Schneeriese auspustet.
Dieser gibt den Stern auf seinem Kopf nämlich nicht kampffrei auf. Ich verstecke mich hinter dem Eisvogel und gelange so hinüber. An der Stirnseite ergreife ich den Stern 75 von 120. Nun ereilen mich Flashbacks aus der Lavalagune. Der Bad Bully muss ins Wasser geworfen werden, welches so kalt ist, dass Mario, genau wie in der Lava, massiv Schaden nimmt, sollte er das Wasser berühren. Den ersten Kampf verliere ich sogar. Durch das Fehlen unserer Mütze nehmen wir gleich 4 Schadenspunkte, wodurch 2 Fehltritte ausreichen, um uns ein Leben zu kosten. Versuch Nummer 2 läuft aber wie geschmiert. Auch wenn der nachfolgende Auftrag schnell und unkompliziert vonstatten geht, gefällt er mir ausgesprochen gut. In einem Mini-Eislabyrinth gilt es, den richtigen Weg zum Stern zu finden. Wie gesagt, super easy. Persönlich hätte ich mich über eine schwierigere Auflage der Mission gefreut, da mir die Ästhetik des Irrgartens sehr zusagt. Gehe zum Eissee halte ich dahingehend schon fast für faul. Mario muss über den Sprungfedereffekt der Propellerjungs ein kleines Stück Wasser überfliegen, nur um auf der anderen Seite den Stern mehr oder weniger geschenkt zu bekommen. Hier sei erwähnt, dass dieser See nicht so unfassbar kalt ist wie der Tümpel unter Bad Bully. Wir können darin schwimmen, auch wenn wir dadurch fortlaufend Schaden nehmen. Nun sind die 8 roten Taler dran, welche ich auch hier nicht mit dem Sammeln der maximalen Münzzahl kombiniere. Die Verteilung ist wieder eher klassischer Natur und erfordert, dass wir das Level auf links drehen. Hier spüre ich zum ersten Mal die Auswirkungen des Eissees, welcher mir beim Erforschen massiv Schaden zufügt. So viel, dass Mario tatsächlich im See Titanic-mäßig erfriert. Im zweiten Anlauf meide ich den See über die Propellerjungs komplett und sammle auf der anderen Seite einen Cooper-Panzer ein. Wir surfen an der linken Seite hinauf, da sich dort 3 rote Coins befinden. Ein spawnender Schneemann schmeißt mich vom Panzer. Was ich hier noch nicht weiß, dadurch wird der Auftrag für Normalsterbliche unschaffbar. Denn 2 von den 8 gesuchten Münzen befinden sich auf dem tuschottenden Frostteich von Big Bully. Mir wird mein Fehler bewusst und ich muss das Gemälde über das Ableben unseres Klempners verlassen. Mit den neuen Erkenntnissen gelingt es mir aber schnell, alle 8 roten Münzen einzusammeln und das Level zu beenden. Der finale Auftrag ist wiederum sehr gut und vor allem in der anfänglichen Aufmachung sehr kreativ. In einer Ecke des Schneemannberges finden wir ein Iglo vor, wenn auch ein kleines. Mario passt nicht in den Eingang. Wo andere Spiele eher unspektakulär einfach ein größeres Eishäuschen platziert hätten, nutzt Mario 64 die verschiedenen Fortbewegungsmöglichkeiten von Mario voll aus. Des in Anführungsstrichen Rätsels Lösung ist einfach zu krabbeln. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dies ist meines Wissens nach die einzige Stelle im ganzen Spiel, in der das Krabbeln notwendig ist. Damit ist der Auftrag allerdings noch lange nicht abgeschlossen, denn innerhalb des Iglus finden wir ein eigenes Sublevel vor. Zugegebenermaßen und für mich, Gott sei Dank, nicht so groß wie die der Lava-Lagune oder des Wüstenlevels. Nennt mich ein Grumpy Old Man, doch hätte man das Spiel heutzutage gemacht, wäre der Stern einfach ohne Unterlevel in der Eiskuppel gewesen und fertig. Hier drin kann man schnell die Übersicht verlieren. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das von den Entwicklern so gewollt war und zur Schwierigkeit beitragen soll oder einen unerwünschten Nebeneffekt des verwinkelten Areals darstellt. Der Stern befindet sich in einem Eisblock, doch entgegen jeglicher Spieldesigner-Erwartungen müssen wir den Klotz nicht schmelzen, sondern mit der Tarnkappe durch ihn durchgleiten. Damit ist Frostbeulenfrust, zumindest aus Auftragssicht, vollständig abgeschlossen. Es verbleiben der Stern für die 100 Münzen und der Max Coin Run. Alle Münzen hier einzusammeln ist tatsächlich abseits von sorgfältiger Planung und den üblichen Herausforderungen kein Problem. Hier und da gibt es aber dennoch nennenswerte Besonderheiten. Zum einen treffen wir in diesem Level auf einen Gegner namens Zipper, einem grünen, hüpfenden Geldbeutel, der sich zunächst als Münze tarnt. Ihn zu zerkloppen bringt uns 5 Münzen ein. Des Weiteren sollte mittlerweile klar sein, dass ich zunächst alle Taler außerhalb des Unterlevels einsammle und den Rest dann im Iglu hole. Nebenbei bemerkt ist auch hier die Nutzung des Subareals notwendig, um den Stern für die 100 Coins zu ergattern. Mit dem Schildkrötenpanzer besorge ich mir die kritischen Roten unter Bad Bully. Interessant wird es aber bei Münze 89. Diese ist nämlich nur dann erhältlich, wenn wir uns mit der Kanone an diese Stelle des Schneeberges ballern lassen. Grundsätzlich habe ich Glitches und Bugs für diesen Run ausgeschlossen, da diese die Herausforderung der maximalen Münzanzahl in vielen Leveln untergraben würde. Wie handhaben wir es hier? Ich möchte anmerken, dass dieser Coin nur über die Kanone erhältlich ist und sich im Berg befindet. Gleichzeitig ist aber kein Bug oder Glitch erforderlich, um sie einzusammeln. Auf der einen Seite ist klar, dass die Entwickler die Münze dort nicht absichtlich zurückgelassen haben, auf der anderen Seite ist es mega einfach, sie einzusammeln. Ich entschließe mich dazu, die Münze in den Run zu integrieren. Die noch fehlenden 38 sammle ich problemfrei im Iglu ein. Damit erhalten wir insgesamt 127 Münzen, Stern Nummer 81 und beginnen obendrein damit das letzte Drittel des Spiels. Ah, bevor wir das nächste Kapitel beginnen, ein Toad unter einer Treppe im Schloss schenkt uns einen Stern. Der Pilzkopf passt hier nirgendwo rein, darum habe ich ihn hier reingestopft. Kapitel 11.
Atlantis Aquaria. Dieses Level ist wohl gefühlt eines der größten im ganzen Spiel. Ich habe keine genauen Daten zu den einzelnen Größen, daher kann ich hier nur mutmaßen. Auf jeden Fall stellt Welt Nummer 11 mit einem Hybrid aus Wasser- und Plattformer-Level einen tollen Mix dar. Über farbig transparente Steine kann man hier den Wasserstand ändern. Ähnlich wie der Wasser-Dungeon in Zelda Ocarina of Time. In der ersten Mission sollen wir ominöse blaue Pfeile suchen. Was eigentlich als Challenge für den Spieler gedacht war, indem man sich mühevoll den Weg nach oben und dann auf schwebende Steine arbeiten muss, welche sich in die Richtung der eben angegebenen blauen Pfeile bewegen, lässt sich mit Verstellen des Wasserpegels leicht umgehen. Auf der höchsten Stufe können wir nämlich simpel und ergreifend über sie rüberschwimmen und gelangen so kinderleicht an den ersten Stern der Stage. Für die nächste Herausforderung mache ich mir ein Gimmick von Mario 64 zunutze. Der Wasserstand des Levels kann nämlich noch über einen anderen Faktor beeinflusst werden. Nämlich der Eintrittsstelle in das Gemälde. Springe ich am oberen Rand in das Level, ist alles überflutet. So gelange ich schnell auf die oberste Ebene. Wir müssen die Spitze der Stadt suchen. Es passt also ganz gut, dass wir weit oben starten. Unser einziger Feind ist hier die Kamera. Nach einer einfacheren Sprungsektion müssen wir Mario auf einem dünnen Holzbrett balancieren. Mit einer behutsamen Vorgehensweise machbar. Anschließend trennen uns noch zwei schwebende Plattformen von einer gelben Ausrufezeichenbox mit dem Powerstern. Easy, wenn man weiß, was man tut. Nachdem wir gleich zwei Aufgaben im höheren Bereich von Atlantis Aquaria abgeschlossen haben, geht es nun auch in die Tiefe. Über den gesamten ersten Abschnitt der Welt müssen wir, ähnlich zu den roten Münzen, besonders vordefinierte Stellen aufsuchen. 5 an der Zahl. Dabei gibt uns die Umgebung leider keine wirklichen Hinweise auf die aufzusuchenden Orte. Mal reicht es, eine entlegene Ecke aufzusuchen, und ein anderes Mal müssen wir eine Ausrufezeichenbox zerstören. Ich kann mir vorstellen, dass diese Mission insbesondere für Neulinge des Spiels zunächst sehr verwirrend ist. Selbst ich, der das Spiel schon sehr gut zu kennen glaubt, muss immer wieder kurz grübeln und nachdenken, was Mario 64 jetzt nochmal von mir wollte. Hat man es dann raus, macht es aber Spaß. Die gefühlte Ostereiersuche zwingt den Spieler, sich aufmerksam mit der Welt auseinanderzusetzen und jeden Winkel zu erforschen. Ich halte diese Art von Motivation für sinniger als die der roten Münzen. Denn letztere versucht man meist nur stumpf visuell ausfindig zu machen und einzusammeln, wohingegen 5 undefinierte Plätze und Objekte aufzusuchen dafür sorgt, dass der Spieler auf viele verschiedene Nuancen und Details der Umgebung achten muss. Der 4. Stern des 11. Levels ist wieder einer dieser 2-Minuten-Aufgaben, sobald man verstanden hat, was man machen muss. In einem Turm aus Gitterstäben befindet sich unser Objekt der Begierde. Außen finden sich Holzplattformen vor, von der eine sich mit Mario nach unten bewegt. Ziel ist es, mit dem Aufzug nach unten zu fahren, sich in den Turm zu begeben und sich wieder mit nach oben nehmen zu lassen. Die einzigen Feinde hier sind die Zeit und die Steuerung. Dann und wann macht sich das Alter des Spiels dann doch bemerkbar. Atlantis Aquaris, die 5., verlangt von uns natürlich das Sammeln der 8 roten Münzen. Anders als die anderen Level hält diese aber eine, meiner Meinung nach, wirklich beeindruckende Überraschung für den Spieler bereit. So finden wir im ersten Abschnitt keinen einzigen roten Taler. Was muss der Klempner hier also tun? Des Rätsels Lösung ist die Nutzung der Kanone. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wird sie also wieder relevant. Was ebenfalls hier wieder an Bedeutung gewonnen hat, ist das Freischalten der Wumme. Ihr erinnert euch? Wir müssen mit einem pinken Bob-Omb reden, damit sich für uns die Luke öffnet. Daher haben sich die Entwickler dazu entschieden, das Freischalten zu einem integralen Part der Mission zu machen. Das haben sie damit bewerkstelligt, dass sie die pinke Boomkugel extra kompliziert weit oben im Level platziert haben. Nachdem die Ballerröhre bereit zur Nutzung ist, schießen wir uns über die komplette Map in einen Schacht. Wir tauchen durch einen zunächst nicht enden wollenden Tunnel und erblicken eine Stadt. Streicht meine Unsicherheit in Bezug auf die Größe der Map. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass Atlantis Aquaria das größte Level des Spiels ist. Nennt mich verrückt, aber an dieser Welt und insbesondere der Stadt erkennt man schon sehr gut die ersten Schritte in Richtung Ocarina of Time. Nicht zuletzt auch wegen der Türen, die die Häuser zieren. Leider ist keine davon nutzbar. In der Unterwasserstadt wird das komplette Repertoire an Marios Moves notwendig, um alle 8 Münzen zu erlangen. Walljumps, Flips und Weitsprünge. Hier muss Mario alles abrufen, um Erfolg zu haben. Auch muss man sehr darauf aufpassen, durch etwaige Fehltritte nicht zu viel Falldamage zu riskieren. Im Kirchturm sammeln wir den Stern ein und beenden damit eine der coolsten Aufträge des Spiels. Beachte, das Zeitlimit klingt erstmal stressig, ist aber schnell abgefrühstückt. Ebenfalls im Fokus des Geschehens, die Unterwasserstadt. Mit dem Zeitlimit meint das Spiel die der Tarnkappe. Wir setzen sie auf und springen hinter ein Metallgitter in der hinteren Ecke der Stadt. Per Walljump befördern wir Mario in die Höhe und holen uns den Stern auf einer Plattform. Was fehlt noch? Wie immer, alle Münzen. Und auch hier glänzt das Level erneut. Weder sehe ich mich mit besonders frustrierenden Coinplatzierungen noch anderweitigen Frustmomenten konfrontiert.
Es ist einfach eine gute, alte, entspannende Sammeltour. Ihr kennt die allgemeine Vorgehensweise ja schon genau, deshalb wiederhole ich sie stichpunktartig. Ersten Abschnitt des Levels abgrasen, in den zweiten Abschnitt gehen und Schritt 1 wiederholen. Insgesamt erlangen wir so 152 Münzen. Kapitel 12 Fliegenpilz-Fiasko. Nach den letzten beiden Leveln ist dieses hier wieder etwas schwerer. In Fliegenpilz-Fiasko müssen wir einen Berg kreisförmig emporsteigen. Nicht runterzufallen ist hier also das A und O. In der ersten Mission geht mir ein Bug ziemlich auf die Nerven. Die unteren Ebenen sind noch relativ leicht. Weiter oben finden wir aber einen Baumstamm vor, auf dem wir balancieren müssen. Springt Mario jedoch im falschen Winkel auf die Holzrolle, prallt er an einer unsichtbaren Mauer ab und fällt runter. Keine Ahnung, warum sich dort eine nicht sichtbare Blockade befindet, aber ich bin während meines gesamten Runs des öfteren mal dort hängen geblieben. Nachdem dieses Ärgernis überwunden ist, erreicht Mario die Spitze des Berges und schließt die erste Mission erfolgreich ab. Eine Besonderheit des Levels sind die Affen, die als friedliche NPCs hier vertreten sind. Sie sind also keine Gegner im direkten Sinne. Hätten wir eine Mütze auf, könnten sie uns diese jedoch klauen. Für den zweiten Stern des Stage erklimmen wir abermals die Felsmasse und müssen oben angekommen einen der besagten Äffchen fangen. Dies ist auf einer so kleinen Fläche wie der Bergkuppe tatsächlich gar nicht so einfach. Allerdings haben wir ja schon vorher genug Übung im Tiere einfangen mit den Schlosshasen gehabt. Nachdem wir den Bananino in Händen halten, schlägt er uns ein Tauschgeschäft vor. Lässt Mario ihn los, zeigt er uns eine Überraschung. Er springt auf einen Käfig mit einem Stern, der daraufhin hinunterfällt und uns Zutritt zu diesem verschafft. Hier ist bereits die dritte Mission, die rote Münzensammelei. Wie auch schon in Frostbeulenfrust läuft sie ganz klassisch ab, wenngleich die ersten vier Münzen unter Umständen sehr frustrierend sein können. Sie befinden sich nämlich auf Fliegenpilzen, dessen Fläche nicht besonders groß ist, um auf ihn zu landen. Wer hier nicht aufpasst und den richtigen Abspuckwinkel abpasst, fällt schnell ins Verderben. Die anderen vier finden wir an einer Felswand vor, die von Monty Maulwürmen bewohnt wird. Auch hier sollte jeder Schritt sorgfältig geplant werden. Zum einen werfen einen die Buddelmäuse gerne mit Steinen ab und zum anderen kann einem die Kamera das Leben schwer machen. Um den Spieler nochmal zittern zu lassen, platzierten die Entwickler den Stern auf einem abseits gelegenen Fliegenpilz. Daneben zu springen würde also bedeuten, alle Münzen nochmal sammeln zu müssen. Dieses Schicksal bleibt uns aber erspart. Als nächstes folgt mein Lieblingsabschnitt des Fliegenpilz-Fiaskos. Klempner Mario muss eine versteckte Wand ausfindig machen, hinter welcher sich eine wirklich coole Rutschbahn verbirgt. Wie man als Unwissender darauf kommen soll, ausgerechnet hier in den Berg zu springen, erschließt sich mir aber nicht ganz. Hier habe ich den Vorteil, den geheimen Zugang einfach schon immer gekannt zu haben. Die Rutschpartie selbst ist die schwierigste im ganzen Spiel. Wobei schwierig hier in Anführungsstriche gesetzt werden sollte. Sie zeichnet sich mit den Sternen und Monden visuell aus und kann auch gameplay-technisch durch Sprünge und scharfe Kurven glänzen. Eine wirklich angenehme Mission, die den Mario-Alltag nett auflockert. Halte Ausschau auf der Brücke bedient sich einer allgemeingültigen Videospielweisheit. Es befindet sich immer etwas hinter einem Wasserfall. So auch hier. Mit Hilfe eines Schalters und der daraufhin erscheinenden Korkbox erleichtern wir uns den Zugang zum Stern hinter dem kühlen Nass. Der letzte Stern der Stage ist für Mario-Verhältnisse unüblich stark an das Try-and-Error-Prinzip angelehnt. Diese recht frustrierende Art des Game-Designs überlässt den Spieler schlichtweg sich selbst und zwingt ihn so lange etwas auszuprobieren, bis eine Lösung endlich klappt. In Fliegenpilz-Fiasko muss Mario sich per Kanone auf einen Stern ballern lassen. Das Problem? Das Ding schwebt einsam und verlassen auf einem Pilz mitten im Nirvana. Den Stern mit der Wumme also nicht direkt zu treffen, katapultiert uns ins Aus. Es gibt genau einen Versuch. Dabei hat man auch aufgrund der Distanz zum Ziel keine Möglichkeit, sich an der Umgebung zu orientieren und eine Flugbahn abzuschätzen. Da ich ja aber ein absoluter Gottgamer bin, habe ich mein anvisiertes Ziel natürlich beim ersten Mal getroffen. Ahahaha. Wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Nach mehreren Versuchen habe ich es geschafft, mich anhand der Wolke im Hintergrund zu orientieren und die Mission endlich abzuschließen. Spaßig war das aber nicht. Alle Münzen in diesem Level zu sammeln ist leider auch nicht so leicht. 137 sind es in Summe. Das größte Ärgernis des Levels stellen hier die Bob-Oms dar. Diese jieten sich nämlich unfassbar gerne vom Rand der Stage und machen euch den perfekten Run so schnell kaputt. Und selbst wenn ihr es schaffen solltet, sie zu packen und auszuschalten, könnt ihr immer noch Pech mit der Flugbahn der Münze haben. Mein Tipp, um Stunden an Frust und Ärger vorzubeugen, ist daher, euch zuallererst um die 5 freilaufenden Bomben zu kümmern. Doch selbst dann ist ein Erfolg nicht garantiert. In einem meiner Versuche bin ich sofort zu den Bob-Oms gelaufen, nur um festzustellen, dass sich bereits während meiner Klettertour zu ihnen einer der beiden Volldeppen off-cam vom Berg gestürzt hat. Nach der Lava-Lagune bin ich zwar abgehärtet, aber einen gewissen inneren Ärger konnte selbst ich nicht leugnen. Jedes Mal, wenn eine Münze durch Explosion mit gefühlter Lichtgeschwindigkeit aus meinen Händen glitt, ist etwas in mir gestorben.
Nochmal und mit Nachdruck. Sollte es euch gelingen, alle 5 Münzen der explosiven Knutschkugeln zu ergattern, behandelt den restlichen Run so, als wäre es ein Neugeborenes. Glaubt mir, ihr wollt keine weitere Zeit damit verschwenden, das Level neu zu starten. Doch hier hören die Probleme noch bei weitem nicht auf. Eine schlimme Stolperfalle kann die verrückte Box sein, die ihr am Anfang des Levels findet. Auch die Zitterpartie der ersten 4 roten Münzen ist wirklich nicht zu unterschätzen. Alle anderen Taler sind aber verhältnismäßig sicher. Zumindest so lange, bis wir uns der Rutschbahn widmen. Passt auch hier unbedingt auf. Es ist recht unwahrscheinlich, dass es euch gelingen wird, alle Münzen in einem Durchgang dort einzusammeln. Konzentriert euch daher zunächst auf die blauen Münzen. Die Chance, diese zu holen, erhaltet ihr nämlich nur beim ersten Mal. Alle anderen könnt ihr dann ruhig und geduldig in beliebig vielen weiteren Rutschversuchen einsammeln. Und wenn das bedeuten sollte, dass ihr pro Try nur eine Münze snackt, ist das auch in Ordnung. Manche von ihnen sind nämlich gefährlich nah am Abgrund platziert. Werdet nicht gierig, nehmt euch die Zeit, die notwendig ist, und alles wird gut. Eine zwar nicht so schlimme, aber doch nervige Eigenheit muss ich aber noch erwähnen. Aufgrund meiner Vorgehensweise ist der Stern für die 100. Münze auf der Rutschbahn erschienen. Dabei habe ich mir zunächst nicht viel gedacht. Sammle ich ihn halt beim nächsten Rutschrun ein. Dumm nur, dass das Ding in weiteren Durchläufen einfach despawnt. Heißt, seht zu, dass ihr die 100. Münze außerhalb der Sommerrodelbahn einsammelt, um das Level nicht neu starten zu müssen. Für mich persönlich war das jetzt kein Dealbreaker. Immerhin ist mein größtes Ziel ja eigentlich, alle Coins zu bekommen. Da beiße ich gerne den sauren Apfel und widme mich dem Bonusstern dann halt nochmal einzeln. In einem Anfall, den ich nur als absolut größenwahnsinnig und mit schleichender Hirnfäule erklären kann, nutze ich ausgerechnet den Missionsstern auf dem Fliegenpilz, um nach der 137. Münze das Level abzuschließen. Was habe ich mir damals nur dabei gedacht? Was wäre passiert, wenn ich den Sittich gemacht hätte und runtergefallen wäre? Ich will gar nicht dran denken. Ich erspare euch an der Stelle den 100-Münzen-Stern, weil dieser im Prinzip ja genau das beinhaltet, was ich euch in den letzten Minuten gezeigt habe. Wie gesagt, sorgt dafür, dass dieser nicht auf der Rutsche spawnt. Im Idealfall macht ihr ihn zuerst und kümmert euch dann um den Rest des Berges. Kapitel 13. Gulliver Gumba. Oh Junge, dieses Level. Ich habe als Kind und auch als Erwachsener diese Mechanik hier immer sehr gefeiert. Für alle die, die es nicht wissen, Gulliver Gumba besteht im Wesentlichen aus 2 Leveln, die auf den ersten Blick identisch sind. Was die beiden jedoch massiv unterscheidet, ist, dass Mario in einem riesig und im anderen winzig ist. Dadurch können Gegner und Platforming-Segmente entweder kinderleicht oder bockschwer werden. Als ich den ersten Stern dieses Gemäldes in Angriff nehme, ahne ich noch nicht, welche nervige Qual mich noch erwarten wird. Alles startet ganz unschuldig mit dem Pflücken von Piranha-Pflanzen. Um auf die Größe beim Start Einfluss zu haben, kann man zwischen 2 Gemälden entscheiden. Links wird man groß, rechts schrumpft man. Ein Funfact ist hier, dass das Model von Mario selbst sich in seinen Dimensionen nicht verändert. Stattdessen nutzt man einen cleveren räumlichen Trick. Das Mini-Gemälde ist schlicht und ergreifend sehr nah dran und kleiner als unser Klempner. Das andere ist entsprechend weit weg und riesig. Nette optische Illusion. Aber zurück zur Mission. Diese ist schnell erklärt. Als Mini-Mario müssen wir ein paar Piranha-Pflanzen umkloppen und erhalten dafür den ersten Stern. Der zweite Auftrag verlangt von uns, wie so oft, das Erklimmen des hiesigen Berges. Über die auf der ganzen Stage verteilten Röhren können wir auch innerhalb des Gemäldes unsere Größe ändern. Ich rate euch, diese Mechanik auszunutzen, da es mit einem gigantischen Mario natürlich einfacher ist, den Berg zu erklimmen. Erhalten können wir den Stern aber nur in einer Ausrufezeichenbox der Mini-Version. Mission 3 ruft bis heute in mir eine Nostalgieattacke in einer Nostalgieattacke aus. Denn wir treffen auf einen alten Bekannten, den schnellen Koopa. Er fordert uns zu einem Rematch heraus, welches deutlich schwerer zu gewinnen ist als das erste Rennen. Die Strecke ist zwar kürzer als auf Bob Oms Bombenberg, doch die Hindernisse auf dem Weg zur Zielflagge haben es in sich. Man muss hier wirklich aufpassen, wo man hintritt und trotzdem schnell sein. Mehr als 25 Sekunden haben wir nicht, um als erster über die Ziellinie zu laufen. Für den nächsten Stern ist eine Gameplay-Mechanik dran, die erst vor kurzem im Spiel vorgestellt wurde. Erinnert ihr euch an die 5 aufzusuchenden Orte in Atlantis Aquaria? Diese Art von Mission bekommt mit Gulliver Gumba endlich einen Namen. Sie nennt sich Itty Bitty Rätsel. Und genau wie im Atlantis-Level gilt es, 5 versteckte Orte zu finden. Meine Gedanken zu dieser Art von Quest habe ich ja bereits zum Besten gegeben. Ich bin wirklich ein Fan von ihnen. Auch für diesen Stern empfiehlt es sich, als großer Mario durch die Gegend zu laufen. So kommen wir schnell voran und Standardgegner sind absolut keine Bedrohung. Lediglich das Platforming wird etwas erschwert, da uns logischerweise weniger Platz zur Verfügung steht. So habe ich hier ein paar Leben lassen müssen. Im Gegensatz zu Atlantis Aquaria fehlt Gulliver Gumba meiner Meinung nach die Detailtiefe,
weswegen es für Unwissende etwas schwieriger sein sollte, die 5 richtigen Orte zu finden. Der 100. Stern steckt in unserer Tasche und treibt damit unseren Counter offiziell in den dreistelligen Bereich. Kommen wir zu den 8 roten Münzen. Ich kann euch nicht genau sagen warum, aber gerade in diesem Level gehen mir die roten Taler massiv auf den Senkel. Denn alle von ihnen befinden sich in dieser Höhle. Jetzt sagt ihr zu Recht, Moment mal, du magst es doch, wenn du sie nicht suchen musst. Und da liegt ja auch Gold richtig. Nur insbesondere in dieser Höhle hat meine Tiefenwahrnehmung komplett versagt. Ich bin fortlaufend bei dem Versuch, auf den einzelnen Plattformen zu landen, runtergefallen oder gefühlt einen Zentimeter zu weit gesprungen und habe ins Gras gebissen. Es hat mich unheimlich frustriert, mich danach immer wieder zur Höhle begeben zu müssen. Denn diese ist nur über einen sehr schmalen Holzpfad erreichbar. Drückt man den Analogstick nur einen Millimeter zu weit in die falsche Richtung, jietet sich der Klempner schneller von der Planke, als ihr Chris Pratt sagen könnt. Insgesamt kann ich sagen, dass diese rote Münzenmission aufgrund der unverhältnismäßig harten Bestrafung bei Fehlern die ist, welche ich am wenigsten im ganzen Spiel leiden kann. Für Stern Nummer 6 wird Mario wirklich gemein. Das Spiel verlangt von uns nämlich, einen unschuldigen Wiggler zu quälen. Zunächst zerstören wir mit einer kräftigen Stampfattacke den Boden des Berggipfels, wodurch das ganze Wasser, welches sich dort gesammelt hat, absickert. Was der Spieler zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass sich unter dieser Steindecke die Wohnung des beliebten Mario World Gegners befindet. Als Minimi können wir dann in das Loch springen, welches wir hinterlassen haben. Wiggler lässt uns natürlich wissen, dass er so gar nicht einverstanden mit dem Schaden ist, den wir verursacht haben, und will uns zur Rechenschaft ziehen. Doch anstatt sich zu entschuldigen und schon mal die Rechtsschutzversicherung über unseren kleinen Fauxpas zu informieren, springen wir feuchtfröhlich auf dem Kopf der Raupe rum. Diese eskaliert mit jedem weiteren Sprung verständlicherweise weiter, bis sie irgendwann genervt aufgibt und uns den Stern hinterlässt. Untypisch für die meisten Mario 64 Bosse zerspringt der Endgegner aber nicht in 1000 Teile, sondern schrumpft, passend zum Gulliver Gumpa Thema, zu einer Mini-Wiggler-Variante und fällt durch die Gitterstäbe ins Nirvana. Ich weiß nur nicht, ob das besser ist, ehrlich gesagt. Jetzt folgt die letzte, wirklich schwere und nervenaufreibende Max Coin Challenge des ganzen Runs. Um euch eine einfache Einordnung geben zu können, als ich mich auf die Suche nach den insgesamt 191 Talern begeben habe, hatte ich 38 Leben. Beendet habe ich den Run mit 6. Oh, und selbst das ist keine repräsentative Darstellung, da ich tatsächlich einmal Game Over gegangen bin. Im Gegensatz zur Lava-Lagune findet man hier nämlich nicht überall One-Up-Pilze. Doch was genau ist eigentlich das Schlimme an dieser Stage? Nun ja, das buchstäblich kleine Problem sind die Goombas in ihrer Mini-Version. Diese droppen nämlich jeweils eine gelbe Münze, wenn man sie killt, sei es nun durch Draufspringen oder durch einen Fausthieb. Zweiteres kommt jedoch leider nicht in Frage, weil die braunen Bartschelköpfe dann nämlich wie eine verfluchte Rakete durch die Gegend fliegen. Nicht selten noch über die Levelbegrenzung hinaus. Nicht schlimm, sagt ihr? Spring doch einfach auf sie drauf, sagt ihr? Ach komm, hör auf. Die Hitboxen dieser Kollegen ist eine Katastrophe. Unzählige Male war ich mir sicher, die Viecher richtig getroffen zu haben. Stattdessen landet Mario einen Nanometer zu weit entfernt, was die kleinen Störenfriede dazu veranlasst, in uns hineinzulaufen und zu platzen. Problem? Dafür gibt es keine Münze. Und wenn das einmal passiert ist, ist die Oplate, egal ob gespawnt oder nicht, für den kompletten Run verloren. Was immer ihr tut, fangt bitte unbedingt mit den kleinen Goombas an. Es muss seelenzerstörend sein, wenn man es fast geschafft hat und man seinen Versuch aufgrund dieser nervigen Eigenheit vergibt. Andere Gefahrenstellen, die einem den nackten Angstschweiß auf die Stirn treiben, sind natürlich der rote Münzenraum, den man by the way auch wieder verlassen kann, sodass diese eingesammelt werden müssen, und der Fly Guy an dieser Stelle. Wer aber die Lava-Lagune und die Wobbi-Wabba-Wüste bereits hinter sich gebracht hat, sollte mit dererlei Herausforderungen klarkommen. Vorsicht ist hier wie immer die Mutter der Porzellan- oder eher Münzkiste. Auch der finale Kampf gegen Wiggler kann euch potenziell die Stimmung verhageln. Das Insekt macht nämlich eine Tonne Schaden. Erst recht, wenn ihr keine Mütze mehr habt. Und da der Boss für die letzten Taler zwingend erforderlich ist, diese befinden sich nämlich bei ihm, müsst ihr euch dieser Zerreißprobe stellen. Tatsächlich hätte ich meinen Run fast weggeworfen. Schlussendlich hat die Story aber ein Happy End und wir beenden das Level mit der insgesamt sehr hohen Anzahl von 191 Münzen. Nebenanmerkung, ja, es gibt eine weitere einsammelbare Münze in Gulliver Gumba. Diese ist jedoch nur über einen Glitch erreichbar, weswegen sie für uns keine Rolle spielt. Bonus! Die letzten versteckten Sterne. Durch mittlerweile 103 eingesammelten Sternen erlangen wir Zugang zur letzten Etage von Peaches Schloss. Theoretisch können wir sogar schon zum finalen Kampf mit Bowser durchlaufen. Das spare ich mir natürlich für den Schluss auf. Wir treten durch die Sternentür und finden uns in einer wunderschönen Sternenlobby wieder.
Rechts von der großen Uhr, zu der ich selbstverständlich auch noch kommen werde, chillt ein Toad rum. Dieser hat, wie viele seiner Vorgänger auch schon, Bowser einen Stern abluchsen können und überreicht uns diesen. In einer Auswölbung der rechten Wand erlangen wir Zutritt zu einem Bonuslevel, in welchem die Nutzung der Flügelkappe wieder eine prominente Rolle einnimmt. Wie auch schon im Freischaltlevel dieses Power-Ups ist das Einsammeln der 8 roten Münzen unser Ziel. Hier zu versagen ist tatsächlich ziemlich lästig. Von einer der Wolken zu fallen würde uns nämlich vor das Schloss weit außerhalb des Levels befördern. Dafür verliert man dann aber auch kein Leben. Durch die relativ kleinen Wolkenplattformen und der kurzen Zeit, die Flügelkappe aktiv ist, muss man schon sehr geübt in der Steuerung sein. Der Fairness halber sei aber erwähnt, dass man nahezu überall im Level Zugang zu einer neuen Kappe erhält. Die Geschwindigkeit, die man während des Fluges aber insbesondere abwärts aufbaut, kann einen vermeintlich einfachen Stern doch schnell knifflig werden lassen. Stampfattacken helfen uns hier, um den Landeanflug kontrollierbarer zu machen. Mario erobert die Lüfte, sammelt alle 8 Münzen ein und holt den 105. Stern. Kapitel 14 Tic-Tac-Trauma. Wie in fast jedem meiner Most Perfect Safe States ist mir natürlich auch in Mario 64 ein dummer Fehler unterlaufen. Und es ist immer derselbe. Ich habe mal wieder vergessen, auf Record zu drücken und muss daher die ersten 3 Sterne des Levels nochmal machen. Ich erwähne das hier nur, damit euch der Sterne-Counter nicht verwirrt. Tic-Tac-Trauma ist ebenfalls eines meiner Lieblingswelten, da es vor kreativer Energie nur so strotzt. Eine Stage auf dem mechanischen Innenleben einer Uhr aufzubauen und die Geschwindigkeit der rotierenden Teile und Pendel dann auch noch von der Eintrittsuhrzeit abhängig zu machen, ist schon ein Geniestreich. Je nachdem, wo der Minutenzeiger der Uhr außerhalb des Levels steht, bewegen sie sich halt langsamer oder schneller. Rolle den Käfig ist noch eine relativ normale Aufgabe. Wir erklimmen mit Mario das Uhrwerk und müssen dabei lediglich darauf aufpassen, nicht hinunterzufallen. Der Stern befindet sich, Spoiler Alert, in einer Box, welche wir in kurzer Zeit erreichen können. Achte auf das Pendel hingegen, berücksichtigt als erste Mission dieser Welt die Mechanik, die Tic-Tac-Trauma vorbehalten ist. Der Weg zum Stern ist identisch mit dem Weg zur Mission 1. Erst als wir über die eben erwähnte Box rüberspringen, sehen wir, dass der Weg weitergeht. Diese Parts sind wirklich unfassbar spaßig und sollten heute noch sinnbildlich für das Jump'n'Run-Genre stehen. Nach einer Weile erreicht Mario eine Sektion mit 2 schwingenden Pendel. Sich von ihnen hier nicht von der Plattform fegen zu lassen, bringt uns einen weiteren Stern ein. Aufgabe Nummer 3 nimmt dann aber die komplette Zeitmechanik und dreht sie hoch auf 11 von 10 möglichen Punkten. Wir müssen uns den Weg zeigen lassen. Und das buchstäblich. Mitten im Level finden wir einen großen Zeiger vor, der sich je nach Eintrittsuhrzeit schnell, langsam oder gar nicht bewegt. Alles, was wir hier zum Erfolg beitragen, ist, sich auf den Zeiger zu bewegen und nicht runterzufallen. Wenn man aber still stehen bleibt, sollten keine Probleme auftreten. Stellt euch einfach direkt an die Spitze der Planke und ihr müsst nicht mal irgendwelchen Gegnern ausweichen. Die nächste Mission ist wieder kryptisch formuliert. Stampfe kräftig auf, sagt dem Spieler hier erstmal nicht allzu viel. Und wenn man in Mario 64 nicht weiß, was man tun soll, ist das Erforschen des Levels immer eine gute Startoption. Und tatsächlich ist es Rätsels Lösung, einfach den höchsten Punkt der Map zu erreichen. Nun ja, einfach ist hier vielleicht das falsche Wort. Auf dem Weg nach ganz oben muss sich Mario nämlich an unzähligen Hindernissen vorbeikämpfen. Ein Fehler und wir segeln die ganze Stage herab. Mit Glück überleben wir dies sogar. Meist landet man aber im Aus und muss von vorne anfangen. Wie auch schon in der vorherigen Mission hilft uns hier ein Zeiger. Er befördert uns an der höchsten Stelle der Stage, nämlich auf die andere Seite des Raumes. Jetzt heißt es nochmal kurz schwitzen, denn der Stern befindet sich auf einer Plattform hinter einem Wump. Daher auch die Beschreibung, stampfe mächtig auf. Etwas weit hergeholt, wenn ihr mich fragt. Im Vergleich zum 4. Stern ist der nächste ein Kinderspiel und erfordert lediglich etwas Timing. An dieser Stelle von Tic-Tac-Trauma befinden sich Schwebebalken, die in unterschiedlichen Intervallen aus der Wand schießen. Passt das Timing ab, werdet nicht zu übermütig und ihr habt den nächsten Powerstern schnell in der Tasche. Erst in der letzten Mission müssen wir alle 8 roten Münzen sammeln. Diese befinden sich sehr komfortabel direkt am Anfang. Das Problem? Wenn die Uhr nicht steht, ist es sehr schwer, alle 8 Taler zu ergattern. Die sich drehenden Plattformen machen das Erklimmen der Wand nahezu unmöglich. Ich jede mich aus dem Level, um zu einem Zeitpunkt wieder einzutreten, an dem die Uhr steht. In diesem Fall, wenn der Minutenzeiger sich auf 12 befindet. Dann ist das Einsammeln mühelos möglich. Zusammen mit der Lava-Lagune muss dies eines der leichtesten 8 roten Münzen-Missionen des ganzen Spiels sein. Viele von euch fragen sich jetzt bestimmt schon, welche Katastrophe die maximale Münzjagd in Tic-Tac-Trauma für uns bereithält. Und die Antwort ist eigentlich schnell gegeben.
keine. Könnt ihr euch das vorstellen? In einem so berühmt-berüchtigten Level wie diesem macht einem ausgerechnet die Jagd nach allen Münzen keine Probleme? Ich war ehrlich gesagt auch etwas perplex, beschwere mich aber natürlich nicht. Zunächst hatte ich die Befürchtung, dass aufgrund der Pendelmechanik des Spiels eine Maximierung der Münzzahl unmöglich wäre. Nochmal zur Erinnerung, die Uhr muss stehen, damit ich an alle 8 roten Münzen rankomme. Damit schalte ich aber auch die Zeiger aus, die mich an teils schwer bis unmöglich zu erreichende Stellen befördert. Die Auflösung ist so simpel wie beruhigend. Ja, die Uhr muss stehen. Allerdings kann man mit dem richtigen Moveset jedoch trotzdem jede Stelle der Stage, die Münzen enthält, erreichen. Auch die ganz oben aus Mission 4. Lediglich für den Stern darf sie nicht stehen. Und selbst da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dies mit ausreichend Skill möglich ist. Das Unterfangen, alle 128 Münzen zu erlangen, war an und für sich zwar nicht einfach, aber auch weit weg von den Challenges wie der Lava-Lagune oder Gulliver Gumba. Ihr solltet aber auf jeden Fall über gute Walljump-Fähigkeiten verfügen, denn die werden hier essentiell sein, wenn ihr überleben wollt. Kapitel 15 – Regenbogenraserei. Das letzte reguläre Level in Mario 64 teilt sich seinen Ruf etwas mit Tic-Tac-Trauma. Beide Stages sind dafür bekannt, eher schwererer Natur zu sein. Ein falscher Schritt und man stürzt in das unendliche Nirvana. Die Welt ist eine riesige Skybox, gefüllt mit Plattformen, Hindernissen und, wie der Name vermuten lässt, Regenbögen. Zu diesem Zeitpunkt im Spiel sollte man bereits über alle notwendigen Techniken verfügen, um sich hier zurechtzufinden. Dennoch bedarf es hier fast überall besonders guten Timing und räumlicher Wahrnehmung. Diese wird gleich in der ersten Mission drastisch auf die Probe gestellt. Wir reiten mit fliegenden Teppichen auf Regenbögen und müssen damit ein fliegendes Schiff kapern. Auf unserem Weg nach oben sind wir durch den sich automatisch bewegenden Teppich vielen Gefahren ausgesetzt. Hier ist von großem Vorteil, aufgrund der Regenbögen zu wissen, wohin sich unsere textile Plattform bewegen wird. Zwischen kniffligen Sektionen bekommt Mario zudem die Möglichkeit, kurz zu verschnaufen. Das ist in diesem Hindernislauf auch dringend notwendig. Der Parcours gipfelt auf dem Deck eines fliegenden Kahns und der Stern ist in greifbarer Nähe. Ein ziemlich gemein platzierter Gegenwind versucht uns über den Jordan gehen zu lassen. Doch davon lässt sich Mario nicht beeindrucken. Der erste Auftrag ist abgeschlossen. Auch im zweiten Anlauf der Regenbogenraserei müssen wir einen fliegenden Teppich zähmen. Dieses Mal nehmen wir aber die entgegengesetzte Route. Allerdings ist dieser Stern deutlich einfacher zu ergattern als der erste. Wir müssen bei weitem nicht so vielen Blöcken ausweichen und können den überwiegenden Teil der Fahrt chillen. Diese Missionen hätte man ohne weiteres tauschen können, um eine natürlichere Lernkurve für die leveleigene Mechanik zu haben. Aber sei es drum. Zum letzten Mal in einem regulären Level müssen wir nun die 8 roten Münzen finden. Ich bin mir absolut sicher, dass ich eines Tages von diesen Dingern träumen werde. Ähnlich wie in vielen anderen Stages befinden sich die roten in einer gebündelten Sektion des Levels. Diese erinnert an klassische 2D-Marios, da sich die Bewegungen größtenteils auf die X- und Y-Achse beschränken. Schwierig ist hier, wie in allen Orten des Spiels, welches Walljumps und andere Plattformer-Mechaniken erfordert, nicht durch Falldamage den Löffel abzugeben. Großzügigerweise haben die Entwickler für den Spieler ein Herz am Boden der riesigen Wand platziert, welches uns heilt, sobald wir durchlaufen. Herrlich unkompliziert sammle ich die Münzen ein und sichere uns damit den 115. Stern. Kaum zu glauben, dass es bald schon vorbei sein wird. Lass dich von der Brise tragen, klingt als Missionsziel aufgrund der Natur der Welt erstmal sehr haarsträubend. Während meiner Odyssey musste ich aber diese ominöse Brise überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Ich bin mir sicher, dass man sich in den relevanten Teil des Levels auch mit dem Aufwind tragen lassen kann und der Leveltitel das damit meint. Allerdings bin ich komplett ohne das laue Lüftchen ausgekommen und wüsste auch gar nicht, wo ich dieses in Anspruch hätte nehmen können. Auch hier stellen wir uns wieder einer eigenen Platforming-Sektion extra für diesen Stern. Dies hat Regenbogenraserei vielen anderen Leveln voraus. Ich muss nahezu keinen Abschnitt hier doppelt absolvieren, nur um rudimentär andere Sternmissionen abzuschließen. Cool. Und wo ich die vergangenen Zeilen gerade so überschwänglich ausformuliert habe, grätscht die 5. Aufgabe dazwischen und straft mich Lügen. Denn hier gleicht der überwiegende Teil des Weges zum Stern dem des vorherigen Kurses. Wir überspringen also wippende Plattformen, achten auf instabile Blöcke und laufen an dieser Stelle geradeaus, anstatt links abzubiegen. Am Ende des Weges findet Mario einen Schalter vor, der pyramidenförmige Objekte für uns umdreht und damit zu begehbaren Objekten macht. Das Zeitfenster ist sehr kurz bemessen und sobald die Steine wieder ihre ursprüngliche Form annehmen, rutscht der Klempner unkontrolliert von ihnen herunter. Das kann schnell dazu führen, von der Stage zu schlittern. Koordinierte Bewegungen sind hier besonders wichtig.
Die allerletzte normale Mission des gesamten Spiels lässt uns zu echten Seemännern werden. Zurück auf dem Schiff ist die Nutzung der Kanone notwendig, um zum Stern zu gelangen. Allerdings fehlt vom pinken Bob-Omb jede Spur. Wir finden die Kugel aber in der, in Anführungsstrichen, 2D-Sektion vor. Ich kehre zur fliegenden Nussschale zurück, begebe mich zum Bug und fliege poetisch mitten durch einen kreisrunden Regenbogen. Der Stern befindet sich in einer Ausrufezeichenbox. Nun zu der maximalen Münz-Challenge. Wie in Tic-Tac-Trauma auch, wirkt dieses Unterfangen nur auf den ersten Blick schlimm. Diese sind zwar die schwersten Level des Spiels, doch der wichtige Unterschied hierbei ist, dass sie nicht unfair sind. 146 lautet hier die magische Zahl der letzten großen Herausforderungen vor dem Finale. Bevor ihr euch leichteren Münzreihen zuwendet, solltet ihr euch zunächst um die 2 Lakitu und den einen Flyguy kümmern, die ihr auf der Stage findet. Der Grund ist, denke ich, offensichtlich. Denen die Lichter auszuknipsen, befördert die spawnenden Taler gern über die Levelbegrenzung. Die gute alte Leier halt. Habt ihr euch die Kollegen geschnappt, ist der Rest nur abhängig von eurem Skill und vor allem eurer Vorsicht. Exemplarisch für mein Glück war, dass dieser Goomba hier sich plötzlich dazu entschieden hat, unter die Bergsteiger zu gehen. Ein Verhalten, das ich hier noch nie zuvor beobachten konnte. Schlussendlich ging aber alles gut. Ich war mir fast sicher, dass sich der laufende Pilz hier in bester Bob-Omb-Manier von der Stage jeden würde. Eine besondere Reihenfolge habe ich beim Einsammeln nicht berücksichtigt. Der Logik halber empfiehlt es sich aber, die Sektionen, die sich nur über die Teppiche erreichen, ganz zum Schluss zu machen. Dem fliegenden Schiff lebend zu entkommen, weil man eine Münze irgendwo vergessen hat, ist nämlich garantiert gar nicht so einfach. Stellt zudem sicher, dass ihr den Walljump gut verinnerlicht habt. Denn bei den roten Münzen finden wir einen blauen Münzblock vor, der uns eine schnelle Folge von Wandsprüngen abverlangt. Das Zeitfenster zum Einsammeln ist sehr klein, sodass ein vergeigter Sprung das Ende des Runs bedeuten würde. Mario schwingt sich auf die fliegenden Teppiche und begibt sich in luftige Höhen. Das Haus im Himmel lockt den Spieler mit einer Münzreihe auf diesem Tisch. Die Gefahr ist dabei groß, dass man den schwebenden Bettvorleger nicht rechtzeitig wieder erreicht und man im Haus gefangen ist. Ein geheimer Teleporter auf dem Balkon schafft dafür Abhilfe. Er befördert uns zurück zu den roten Münzen. Von dort aus nehme ich die Route zum fliegenden Schiff, klatsche einen Lakitu weg, die Münzen sind hier aufgrund der Reling des Schiffes sehr sicher, und ballere mich mit der Kanone abermals durch den Regenbogen. Ich besiege den mutierten Bob-Omb, kralle mir Taler Nummer 146 und beende mit 119 Sternen das letzte Gemälde von Mario 64. Finale. Wir schreiten durch die letzte Tür des Gebildes. Diese bringt uns an den höchsten Punkt des Schlosses. Ein großes Gemälde des Koopa-Königs lacht uns an. Mario stellt sich seiner letzten Mission. Anders als im ersten Bowser-Level werden wir hier nicht mit einer Textbox von Bowser begrüßt. Begleitet von dem wunderbaren Soundtrack der Stage stehen zwischen der Befreiung von Prinzessin Peach und Mario nur noch 8 rote Münzen sowie die riesige Eidechse selbst. Auch diese Bowser-Stage feiere ich sehr ab. Sie folgt keinem stilistischen Leitfaden. Hier gibt es nur nacktes Platforming, welches unsere Fähigkeiten auf die Probe stellen soll. Jeder Schritt kann der letzte sein. Die roten Münzen sind wirklich gut versteckt und belohnen den Forschungsdrang des Spielers. Und selbst die meisten offensichtlichen Taler lassen sich nur mit dem entsprechenden Skill einsammeln. Dann treten wir auf die finale Plattform des Levels. 3 läppische Goompas und ein buchstäblicher Gegenwind sind die letzte Bastion Bowsers. Kurzfristig natürlich kein Problem. Hinter der Plattform sammle ich die 8. rote Münze ein, schnappe mir den 120. Stern und vervollständige damit unsere Sammlung. Bowser, du bist der Nächste. Die beiden Rivalen wechseln nicht viele Worte, bevor es ans Eingemachte geht. Die Präsentation hier ist unfassbar gut. Die Orgel spielt ominöse Töne und die Farbgebung der Szenerie lässt den Spieler genau wissen, was Phase ist. Und wer im Entwicklerteam ist bitte darauf gekommen, die Plattform, auf der wir kämpfen, zu einem Stern zerbrechen zu lassen? Symbolträchtiger geht es wohl kaum. Zudem trägt diese Designentscheidung massiv zum Schwierigkeitsgrad bei. Die verkleinerte Plattform erhöht nämlich die Distanz von Mario zu den Bomben, mit denen wir die Schildkröte besiegen müssen. Bowser selbst ist natürlich auch stärker geworden und sich seiner Power offensichtlich bewusster als zuvor. So stürmt er einfach aus dem Nichts auf Mario zu und rennt ihn um. Diese Attacke auszuweichen kann sehr schwierig werden, wenn sie einen unvorbereitet trifft. Bowser rastet dreimal mit der Schnauze in den explosiven Medizinbällen ein und gibt sich frustriert geschlagen. Besonders cool: Hat man alle 120 Sterne eingesammelt, ändert sich der Dialog von Bowser. Ein Detail, das mir erst beim Editing dieses Videos aufgefallen ist, weil ich sonst immer alle Dialogboxen weggeklickt habe. Normalerweise sagt der Koopa-König zum Schluss: Ah, du hast gewonnen.
Ich wollte mit meinen Truppen dieses Schloss erobern, doch du hast meine Pläne vereitelt. Der Frieden kehrt zurück in die Welten der Wandgemälde, leider. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mein Ende abzuwarten. Besitzt man alle Sterne, sagt er. Ich glaub's nicht. Du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gibt insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden? Da habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Ah, das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde. So long. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Mit So long ist natürlich Mario gemeint. Diese Worte gibt er nämlich immer dann von sich, wenn er Bowser mit aller Kraft weggeschleudert hat. Viele Leute, mich eingeschlossen, haben aufgrund des alten Sounds immer verstanden, So long, gay Bowser. Aber hört selbst. Mario sagt natürlich nicht wirklich So long, gay Bowser. Hier hat Charles Martinet, der Synchronsprecher Marios, hier ein Foto von ihm, lediglich das Wort long zu sehr mit einem italienischen Akzent ausgestattet. Bowser löst sich auf und hinterlässt uns den 121. Powerstern. Damit ausgestattet erhält Mario eine Flügelkappe und fliegt begleitet von einem Sternschimmer davon. Wir landen vor dem Schloss und lassen unseren Blick in den Himmel schweifen. Auch Yoshi ist durch unseren 100% Spielstand auf dem Dach sichtbar. Die Prinzessin erscheint vor unseren Augen und schwebt majestätisch zu uns herab. In klassischer Mario-Manier erhalten wir zur Belohnung einen Kuss auf die Nase und den Anfang des Spiels versprochenen Kuchen. Als Kind hat mich die Belohnung eines einfachen Kuchens immer gestört. Doch jetzt als Erwachsener finde ich es eigentlich ganz geil. Essen ist super. Doch bevor wir uns den Credits des Spiels widmen, treffen wir uns mit Yoshi auf dem Schlossdach. Einer der bekanntesten Easter Eggs und 100% Belohnungen der Videospielgeschichte ist der grüne Dinosaurier, der nur dann erscheint, wenn der Spieler 120 Sterne eingesammelt hat. Der Dino freut sich, uns wiederzusehen und gratuliert uns zu unserem Erfolg. Zudem hat er eine besondere Nachricht für uns. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bisher verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Mit diesen Worten erhalten wir 100 Leben. Und das ist leider auch schon alles. Mit den veränderten Bedingungen sind nämlich die 100 One-Ups gemeint und nichts anderes. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder früher aufgrund dieses Satzes im Spiel nach Geheimnissen gesucht haben und nie welche fanden. Editor's Note, an der Stelle einmal ganz kurz. Ich lese gerade das Skript ein und mir ist aufgefallen, es gibt sehr wohl eine veränderte Bedingung, wenn man alle 120 Sterne eingesammelt hat. Und das ist, dass der Pinguin auf der Eisrutsche jetzt eine Absolute Unit geworden ist. Also der ist doppelt so groß, was die Eisrutsche schwieriger machen soll. Aber irrelevant ist, weil man den Stern ja schon hat. Also bevor ihr jetzt in die Kommentarsektion schreibt, es hat sich sehr wohl was verändert. Das ist eine der sehr wenigen kleinen Veränderungen. Und aber abseits davon gibt es keine Sterne oder neuen Level oder so. Also das wollte ich an der Stelle der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen und vielen Dank und viel Spaß weiter im Video. Für uns gibt es aber dennoch eine Sache, die wir uns zurückholen müssen. Unsere Mütze. Diese hat sich mittlerweile der Geier Klepto gegriffen. Wir geben ihm eine mit und holen uns das ikonische Kleidungsstück zurück. Ein Funfact noch dazu: Verliert man seine Mütze in Frostbeulenfrust durch den Sturm des gigantischen Schneemanns und verlässt das Level, nur um es dann wieder zu betreten, trägt einer der kleinen Schneemänner die M-Kappe. Doch nun genug mit dem Sidetracking. Auf zum Ende des Spiels. Die Prinzessin begibt sich ins Schloss und auch Mario soll folgen. Doch nicht ohne uns, dem Spieler, noch einen letzten Blick zum Abschied zuzuwerfen. Dieser kann auch Lakitu gegolten haben, der hinter der Kamera sitzt. Doch meine Interpretation gefällt mir besser. Die Credits beginnen und verdammt nochmal. Ich weiß nicht, wie Nintendo das immer macht, aber egal welches Spiel man von denen nimmt, die Credits sind immer ein würdiger Abschluss des zuvor erlebten Abenteuers. Die fröhliche Upbeat-Musik in Begleitung einer Ehrenrunde durch alle Stages des Spiels nimmt uns mit auf eine nostalgische Reise durch altbekannte Orte. Dann und wann wird das Musikstück durch ruhigere Segmente durchzogen, die mich reflektieren und meine Herausforderungen Revue passieren lassen. Mario 64 ist, was die Steuerung betrifft, tatsächlich gar nicht so gut gealtert.
Aber 30 Jahre nach Veröffentlichung ist das Spiel immer noch mehr als gut genug, um von tausenden Menschen weltweit immer und immer wieder durchgespielt zu werden. Die Level-Designs sind für ein Game seiner Zeit unfassbar lebendig und liebevoll gestaltet. Klar, die Grafik ist natürlich sehr altbacken, aber aufgrund der Stilisierung auch heute noch ohne Kopfschmerzen genießbar. Ich rate euch jedoch massivst von der maximalen Münz-Challenge ab. Selbst wenn wir die schlimmen Stages wie die Lava-Lagune ausklammern, macht diese einfach nach kurzer Zeit keinen großen Spaß mehr und bringt dem Spieler absolut keinen Mehrwert. Dennoch bin ich froh, es gemacht zu haben. Ich wollte bereits als kleines Kind immer eine N64 mit Mario haben und wenn ich es bei Freunden spielen konnte, habe ich mich stundenlang in den Gemälden verloren und jeden Stein auf links gedreht. Ich wünschte, ich könnte diesem kleinen Kind jetzt sagen, was ich in diesem Spiel erreicht habe. Super Mario 64 ist völlig zu Recht ein monumentaler Bestandteil der Videospielgeschichte und wird auch in 20 Jahren noch jung und alt begeistern. Auch wenn ich meine Probleme mit gewissen Designentscheidungen habe, ist dieser Meilenstein in Nintendos Firmengeschichte auf ewig in mein Herz einzementiert. Mein Name ist Dennis, dies war The Most Perfect Save State Mario 64 und ich danke euch aus tiefstem Herzen für euren Support und eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Thank you so much for playing my game.